Hallo und herzlich willkommen zum Donnerstag-Stream. Schön, dass ihr alle dabei seid. Heute mal mit dem ganz neuen PC-Setup und auf einem ganz neuen Server. Wir sind heute zu Besuch bei den, beim Gesucht und Gefunden Tribe, ne? Also praktisch bei Death, Hudson und Moped, die hier auf ihrem eigenen Server so ein bisschen gespielt haben. Die spielen so hauptsächlich Vanilla mit so ein paar Style-Mods und so und natürlich dem Military Weapons-Mod. Jetzt fängt es wieder an zu regnen hier. Hier ist natürlich gerade Nacht und Regen. Wie immer, wenn der Stream startet. Macht ja nichts. Und ja, ich bin ja noch so ein bisschen am Kämpfen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Das ganze neue Setup läuft noch nicht so ganz. Ich muss ja noch einiges einrichten. Das heißt, der Stream ist heute so ein bisschen provisorisch. Alles ist so ein bisschen provisorisch. Aber ich denke, das funktioniert jetzt schon ganz gut. So. Machen wir noch kurz Social Media. Und dann können wir eigentlich direkt starten. Ja, das ganze neue Setup macht mir noch so ein bisschen Probleme. Ich habe jetzt heute Morgen angefangen, den PC neu aufzusetzen, weil es einfach anders nicht mehr ging. Und jetzt bin ich natürlich noch nicht so ganz fertig. Aber ich glaube, das meiste habe ich gedacht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Und Yamo ist heute auch wieder dabei, ne? Jo, moin. Auch so ein bisschen zu Besuch praktisch. Jo, genau. Yamo spielt hier auch nicht aktiv auf dem Server. Das heißt, wir sind zu zweit hier zu Besuch. Schauen einfach mal vorbei. So ein bisschen zur Abwechslung. Nächste Woche, denke ich, machen wir wieder Extinction Core. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, was hier auf dem Server so läuft. Ist auf jeden Fall ziemlich dunkel bei euch. Ja, ich bin auf dieser... Was meinst du? Moment. Oh, ich glaube, sie sind da. Euer Werk. Wir verstecken sich hier. Ich habe euch gefunden. Ja, die haben uns schon lokalisiert hier. Boah, das sieht ja richtig cool aus bei Nacht. Wow. Seit wann leuchten die denn weiß und nicht mehr gelb? Was der Mod ist, oder? Weiß ich nicht. Das ist ein Modded-Ding. Okay. Sieht ziemlich verrückt aus. Na gut. Was siehst du denn noch? Ja. Ja, schon Level up. Wir starten hier ganz frisch, das heißt, wir müssen ein bisschen leveln. Sonst können wir heute nicht so wirklich nützlich sein, glaube ich. Crystal Lamp. Ihr habt hier so eine coole Lampenmod mit drauf. Mhm. Okay. Die können wir uns dann. Die können wir uns dann bestimmt live anschauen. Oh, da sind Dillo unterwegs. Ja, Death hat schon wieder fleißig gebaut, habe ich gehört. Das heißt, es gibt definitiv wieder viel zu sehen. Schau mal. New Tribe. Ja, ein bisschen das mit Treppen probieren. Ach so. Das ist jetzt auch so, dass automatisch Tribes erstellt werden, wenn man den Server joint, ne? Ich war im New Tribe. Singleplayer war das eigentlich, glaube ich. Oder ein Singleplayer? Okay. Hören wir mal. Gamma ein bisschen hoch oder ein bisschen mehr. So, das ist schon fast wieder ein bisschen viel. 3,5. So. Da sieht man ja nicht wirklich viel mehr eigentlich. Ja, ich habe ja scherzeshalber gesagt, wenn wir loslegen, haben wir Nebel und was haben. Es war so dunkel und regnerisch, dass ich noch nicht mal den Nebel sehe. Ist mir ja wer schuld dran. Na gut. Jetzt müssen wir erstmal auf besseres Wetter warten, wie es aussieht. Speedy soll ich dann nehmen? Speedy ist für mich. Oh, yep. Fleisch. Dankeschön. Dann schnappen wir uns hier mal so ein bisschen Rüstung und so. Juhu. Okay, das sieht gut aus. Läuft. Ich sehe den nicht mehr. Speedy. Also es ist ein Vanilla-Server, das heißt die Flugtiere sind ziemlich langsam, ne? Movement Speed 135. Ist der Standard Movement Speed. Mehr gibt's da nicht. Es reicht. Man gewöhnt sich dran. Ja. Mann, man sieht wirklich gar nichts hier. Können wir überhaupt irgendwo hinfliegen bei der Sicht? Wahrscheinlich nicht. Na klar, ich hab auch eine Flare-Gun. Dann folge ich den Flares. Okay, ich schau mal, dass ich an Death hier dran bleib. Wird bestimmt bald besser hier. Im Moment ist die Sicht wirklich super mies. So schlimm hatte ich das ja noch nie.
Der Nebel wurde auch schlimmer gemacht, ne? Ich dachte, es kommt erst mit dem neuen Patch. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird. Das reicht mir eigentlich. Ich bin bedient. Ja, wir fliegen jetzt an der südlichen Küste entlang. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwann zur Herbivore Island kommen, ne? Genau, da haben wir angefangen. So, in die Richtung fliegen wir jetzt. Wow. Außer dem Schriftzug sehe ich hier gar nichts. Wir machen heute sicherlich wieder bis um 10, Marie. Wenn alles nach Plan läuft. Also komplett neues Setup, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft. Ich hatte Schwierigkeiten ohne Ende. Ich sitze jetzt schon seit Samstag oder Sonntag habe ich umgebaut. Und seitdem habe ich versucht, das Ganze zum Laufen zu bringen. Heute Morgen habe ich mich dann dazu entschieden, komplett Windows neu aufzusetzen. Weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung war. Aber im Moment scheint es zu laufen, sagen wir mal so. So, da ist die Insel, glaube ich, ne? Mhm, wir fliegen direkt drauf zu. Jamo, du kommst uns hinterher? Ja, ja, dank deiner Flairguns komme ich klar. 3.50 Uhr, irgendwann wird es auf jeden Fall wieder heller, zumindest mal. Ja, Brotkrümel kann ja jeder legen. Ja, was ist da? Das sieht interessant aus. Hudson, wenn, dann müssen wir wirklich mit grabben, weil das ist so weit oben jetzt. Sollen wir vielleicht mal eine kleine Runde aus versuchen? Jo. Dann gehen wir mal in den Zweier. Bis gleich. Alles klar. Bis gleich. Die beiden zähmen den Tapejara, ne? Jo, die darfst du dich das erste Mal bedienen. Explorer Notes! Jetzt sofort? Jo, jo, ich schmeiß gleich. Was gibt's denn hier? Hyäne. Hyänodon. Okay, ja, wir müssen wie gesagt ein bisschen leveln. Wir sind ja ganz frisch hier auf dem Server. Das heißt, erstmal geht's ans Leveln und dann schmeiße ich hier die Hülsen an, oder wie? Oh, das ist ein Waffentisch. Kannst du noch nicht. Das mache ich jetzt noch für dich. Stimmt, da muss ich erst Level 15 sein, ne? Ja. Okay. Mal schauen, wie schnell das geht. XP 10 langsam hoch, 150. Läuft. Erste Level up ist durch. Aber oh, ich glaube, das geht ziemlich schnell. Bisschen Fortitude. Jo. Oh ja. Das geht super schnell. 12. Oh, was machen wir denn? Also, Movement Speed kriegt man fast nichts mehr dazu. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt. Wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt so im unteren Levelbereich uns bewegen. Fortitude brauchen wir auf jeden Fall. Level 21. 22. Nächstes Level. Das große Level kommt ja erst noch. Läuft. Das ist echt schick, was ich hier gebaut habe. Das ist so eine Brücke hier raus auf so eine winzig kleine Insel, die mir noch nie aufgefallen ist irgendwie. Genau. Das war unsere Starterbase, weil ja, hier ist einfach so gemütliches und ruhiges. Man gute Vorkommen hier drauf hat. Aber wir sind auch relativ schnell dann wieder umgezogen. Also wir waren hier, ich weiß nicht, eine Woche, eineinhalb oder so. Mhm. Das ist aber eine super coole Location. Ja, für den Anfang auf jeden Fall. Und da wir das natürlich nicht ganz ungenutzt lassen wollten, haben wir natürlich da hinten noch ein kleines Sondergebäude gebaut. Genau, auf Wasserhöhe habt ihr die Brücke gemacht, das ist auch cool. Ja, das ist diese Bridge-Mod, ich weiß nicht genau, wie die genau heißt. Das ist eine andere als die, die ich kenne. Nee, das müsste die sein, wo du auch in deinem Scotch Asset-Play verwendet hast. Ach so. Dann ist das eine andere Brücke, als ich verwendet habe, ne? So eine Baumstammbrücke. Mhm. Ja, die haben eigentlich. Also, es gibt noch dann die Hängebrücken, die Metallbrücken. Die sind echt cool. Wir müssen noch ein bisschen in der Nähe bleiben, solange das craftet, oder? Genau. Du musst nur in meiner Nähe bleiben. Okay. Das ist ja immer von einem Spiel abhängig, das ich gerade. Ich dachte, wenn man zu weit weggeht, dann kriegt man die XP nicht mehr. Nee, nee. Also, wie gesagt, hier oben ist aber jetzt großartig nicht ausgebaut, weil. Ja, wie gesagt, ihr seid umgezogen. Ja. Ja. Na gut. Gehen wir mal hinter. Ich merk's aber gleich, dass es kein S-Bus-Generator ist, weil der macht ganz schön Lärm. Die. Ja gut, das ist laut. Vanilla spielen und das ja, alles, was wir gebaut haben, ist komplett alles aus Vanilla-Teilen gebaut. Mir ist schon gerade aufgefallen, dass ich das Geräusch ziemlich lange nicht gehört habe. In der Base muss man sowas nicht unbedingt stehen haben, also in der Hauptbase. Ist schon laut. Ja, doch. Man gewöhnt sich dran, ne? Ja, muss ja. Das ist der Server von Hudson, Death und André. Die spielen hier so ein bisschen Pseudo-Vanilla. Mit so ein paar kleineren Mods drauf.
Ihr habt ja schon gesehen, so ein paar Style-Mods, ne? Ich glaube, da waren schon die ersten Büsche, Bäume, die ihr gepflanzt habt. Genau, also es ist, wir haben Eco Trees, Eco Garden und Eco RP heißt drauf. Ja, die anderen Mods hast du ja vorhin schon aufgezählt gehabt. Aber uns ging es einfach darum, einfach ein bisschen was Wohnliches, was Schönes zu bauen. Aber da wird man später dann noch ein bisschen mehr davon sehen. Ja. Das hier ist nur der Vorgeschmack. Das ist schon mal ganz gut. Ja, also ich glaube, das war hier dann unser erstes Dino-Gehege. Ein Gehege. Ja, ist schon mal ein kleines Dino-Gehege auf jeden Fall. Geht schon ein bisschen was rein. Ja. Also am Ende der Halbinsel hier. Ja, bevor wir umgezogen sind, war es auch ziemlich voll. Da steht die Titanic. Je. Ja, aber sie ist noch nicht gesunken. Wobei ich den Ausdruck mit der AIDA bevorzuge. Okay, schauen wir uns mal die AIDA an. Okay. Wobei ist ganz die Titanic schick. Auch schon ein bisschen gelitten hat. Also. Die hat den ein oder anderen kleinen Kampf überstehen müssen. Na, keine Eisberge, oder? Das ist nee, ganz schick. Das haben wir mit der AIDA hingefahren zu den Eisbergen. Aber die hat es auch unbeschadet überstanden. Mhm. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, da wäre nichts mehr übrig. Jeder hat ein Bronto gewütet. Nee. Ja, okay. Der ja auch in der Base ein bisschen gewütet hatte, aber. Ja. Da wir damals schon einen Rex hatten, hat er kurz einen Prozess gemacht. Es gibt auch so ein bisschen Grund, warum wir heute kein Extinction Core spielen. Es ist wirklich so, dass so viele Patches zurzeit rauskommen, dass die ganzen Mods nicht aktuell sind. Und Pugnacia ist zum Beispiel im Moment kaum spielbar. Das heißt, ich weiß noch nicht, ob dann morgen ein Video kommt. Müssen wir mal schauen. Es soll ja noch ein Patch rauskommen. Theoretisch sollte der vorgestern schon kommen. Der ist immer noch angekündigt. Ich glaube, inzwischen für heute, ne? Mhm. Kann sein, dass der kommt. 261 oder so ist das dann. Das sind halt alles Patches, die immer zwei DIN A4 Seiten Fixes oder so beinhalten und also sehr viel am Spielinhalt halt ändern. Und die Modder müssen das natürlich alles wieder anpassen. Dementsprechend funktioniert da alles Mögliche nicht und es macht eigentlich keinen Sinn jetzt Extinction Core oder soll ich den schon holen? Mhm. Oder Pugnacia dann zu spielen. Oh, was da drin ist. Hesperonis. Okay. Naja, gehen wir mal hinter. Kannst du mal deine Zuschauer raten lassen, was das sein könnte. Da ist noch mehr. Death hat heute den Spitznamen Milka verdient. Da heißt du schon der Vogel, so kann ich nicht halten. Du hast einen. Ah, die Morphe dann auf der Schulter. Sieht auch verrückt aus. Oh, das ist aber schön. Deswegen Style-Mods, ne? Mhm. Kannst du ja mal reinlaufen, kannst du das angucken. Yeah. Mossy Cave Rock. Niemanden aufschrecken hier. Man kann auch langsam gehen. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Kann mich ducken. Man kann irgendwie zwischen Rennen und langsam gehen umschalten, ne? Die Torches sind ja auch cool. Nice. Yeah. Oh, Affen. Die Lampen sind total genial. Oh, das ist irgendeine Art Altar hier. Der grüne Rex. Du musst gucken, was vor dem Rex steht. Vielleicht kommst du dann drauf. Okay, dann ist es vielleicht doch irgendwie so ein so Gräber und so. So eine, wie nennt man das? Denkhalle oder was? Gruftdingens. Ja, es ist im Prinzip soll es eine Dino-Gedenkhalle für unsere gefallenen Dinos darstellen. Ah, oh, die Arme. Die haben es nicht beschriftet, weil wir uns die ganzen Namen schon nicht mehr merken können. Sind schon mehr gestorben, als ihr Platz habt hier, oder? Ja, gut, wir haben halt vor allem auch viele Dimorphons verloren durch Höhlenaktionen. Und wenn ich die jetzt alle hier aufschreiben würde, das waren allein bei der einen Höhlenaktion, ich glaube, über 20 Dimorphons. Hier kommen nur die ganz Großen drauf, ne? Ja, nicht mal die. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich es einfach unbeschriftet gemacht habe. Dann ist es für alle und das ist dann auch okay. Schön. Ja, cool. Echt schön. Das sind halt Style-Mods, ne? Die bringen schon noch ein bisschen was. Nur die Grabsteine und die Bauteile an sich sind halt Vanille, aber der Rest ist alles aus Style-Mods. Mhm. Die Kerzen und so. Nice. Okay. Haben schon einiges gesehen. Ja, so. Das ist nur das Kleine. Jetzt sind die Sachen dann alle durchgelaufen, ne? Ja, müssten alle durch sein. So.
noch schon einiges an Fortitude gesammelt. Echt schön. Decor Crafting Table. Ja, manche von den Mods sind einfach so schön. Kann man so coole Sachen mitmachen. Ein paar mehr Style-Mods könnte ich vielleicht auch noch mit reinnehmen in mein Mod-Paket. Ich muss die überhaupt erstmal nutzen. Es kostet natürlich unglaublich viel Zeit, so schöne Sachen zu bauen, ne? Ja, ich glaube, an dem Gebäude mit Bepflanzung habe ich knapp 3 Stunden gebaut. Ja, und wir haben ja nur das Außen gesehen. Ja, du hast ja schon Erfahrung, da geht es ein bisschen schneller. Ja, etwas. Aber wie gesagt, eigentlich ist es noch, eigentlich noch schlecht dekoriert und eigentlich wollten wir da noch viel mehr machen, aber er hat leider nicht ganz die Zeit dazu, noch weiter zu verschönern und ja, es geht auch ziemlich in die FPS, also. Ja. 35 habe ich jetzt. Mal weglaufen, haben wir wieder 45 eher. Geht noch. Ist ja noch was Kleines. Ja. Es wird wahrscheinlich gleich noch größer. Hi Akas, willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Ja, gleich ist relativ, weil wir müssen jetzt ein ganz schönes Stückchen fliegen. Den habe ich gesehen, den Spino Gaming Rob. Den habe ich mir schon ausgeguckt. Vielleicht sehen wir den irgendwann mal. Auf Pagnesia ist so ein cooler Spino unterwegs. Yeah. Ja, da sind einige coole Dinos unterwegs. Habe ich ziemlich viel gefunden. Auch jetzt beim Testen. Ich habe immer wieder Ark getestet, ob Ark stabil läuft, weil das so das Spiel ist, was am meisten Probleme macht immer. Und da habe ich dann schon ein bisschen rumgeguckt und bin rumgeflogen. Habe einiges Neues gesehen. Aber wie gesagt, Pagnesia läuft im Moment nicht stabil. Das ist echt schwierig, da überhaupt was zu spielen. So, 600 Sekunden habe ich noch. Nee, der Tagcrafting ist, glaube ich, nehme noch was in die neue Base. Ja. Weil wenn Yamo schon mein Fokus gibt, dann würde ich doch ein bisschen was mitnehmen. Na gut. Toxin Extractor. Na gut. Ja, das habe ich mir auch überlegt, ob das so funktioniert mit dem Gewächshaus, wenn man das einfach drüber hält, die Dinge. Aber ihr habt nur 90%. Das ist. Ist das normal? Nee, oder? Nee, eigentlich hatten sie vorher mal mehr, aber durch die ganzen Updates kann es natürlich jetzt sein, dass das mit diesem Bescheid funktioniert mit dem Trick. Das weiß ich nicht ganz genau. Wobei das nicht nur die Übergangslösung war, wo Kristall und so weiter auch noch ziemlich knapp war. Na gut. Die gesagt, wir haben das ja einfach stehen gelassen. Ja. Das ist nicht abgerissen, weil wir ja alleine hier spielen und von daher. Ist ja schade, was abzureißen, was man nicht abreißen muss. Genau. Wir kommen auch gelegentlich mal vorbei, weil vor allen Dingen hier unten, hier aus dem Leben, sind ja viele Wasserdinos spawnen. Und da benutzen wir das hier sozusagen immer als Wasserstützpunkt. Yamo hat sich Coolman geschnappt. Yep. Den Namen hat der Archie bekommen, weil er als Baby so cool gelaufen ist. Der stand da halt rum. Die Dinos haben jetzt alle neue Animationen für den Hoverflug, ne? Wie heißt das? Für. Na so. In der Luft stillstehen und so. Zeig mal den Archie her. Leider muss man ein bisschen auf die Stamina gucken, ne? Weil wir müssen mindestens einmal zwischenlanden. Okay. Ja, der hat ziemlich viel, der Petri. Na gut. Ein bisschen hin da vorne. Dem Petri hinterher. Da ist er. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal so ein bisschen an, was die Jungs hier gebaut haben. Und dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar Projekte für später. Mal sehen, was wir heute alles schaffen. Ach, wir haben genug im Petto also. Ja, es gibt immer genug zu tun hier. Ist arg. Da wird es nicht langweilig. Jetzt müssen wir erstmal nach Hause segeln. Ist alles ein bisschen ruhiger und gechillter hier im Vanilla. Das ist auch mal ganz nett. Das ist schon wieder die nächste Ruine, dann kann ich ja direkt das Ding mitnehmen, oder? Kannst du machen, ja. Ich hätte es halt direkt an der Base nur hingenommen, aber nimm ruhig mit. Ist alles XP. Das ist. So eine verrückte Note, die man nicht lesen kann. Kaum, schwer. Doch, kann man lesen. I have decided to send Mr. Nevers offer. Irgendein Brief. Ich weiß nicht genau, wo du runter bist. Bei Coolman.
Da, wo du in den Fluss rein abgebogen bist. Direkt am Eingang. Okay, dann bist du so im Prinzip über den Baumspitzen, die Flair dann sehen. Jo. Nö, doch. Was ist denn das? Ist das die Sonne? Ich sehe nur Sonne. Die ist ziemlich hell jetzt. Das kann man wieder umstellen. Moment, ich komme mal zurück. Ich sehe zwei Petris. Ja, ich sehe. Oh, da ist einer. Ich muss nur hier kurz zwischenlanden. Jawohl. Ich will ja Level up. Was will der denn jetzt da? Das packen wir mal hin. Fortitude. Der kriegt gleich anderen Stress, wenn er nicht aufpasst. Teresino. Legt euch gleich wieder mit den ganz Dicken an. Oh, Kampfmusik. Ganz viele Fische gibt's hier. Hier müsste man angeln. Oder man wirft einfach ein Netz drüber. Oh, ist der dick. Schaut euch den Riesenlachs an. Das ist ein Kohl, oder? Fernglas habe ich noch nicht. Der ist ja riesig. Nach oben geflogen. Also, du musst gucken. Fast. Wir haben schon öfter Fische gesehen. Aber nicht so ein. Ja, Conan könnten wir auch mal wieder zocken, das stimmt. Da gibt es inzwischen auch einige coole Mods für. Mal schauen. Jetzt muss ich erstmal den PC zum Laufen kriegen und so langsam wieder in die Routine kommen. Ein paar Ark-Videos rausbringen und so. Mal schauen, wie das jetzt mit Ark weiterläuft die nächsten Tage. Ich hoffe, dass die Modder da so ein bisschen aufholen. Aber ich denke mal, viele werden jetzt vor dem Release nicht mehr so viel machen, weil es sich halt einfach nicht lohnt, weil so viele Patches kommen. Da muss man dann praktisch jeden Tag ein Update für seinen Mod machen. Das ist dann natürlich ziemlich viel Arbeit. Hast du eine Zwischenpause gemacht? Wegen Stamina? Oder schadet nicht. Und ich habe noch nicht mal die Hälfte aufgebraucht. Der ist richtig gut, der Petri. Ja, das sind auch alles beide Nachzuchten. Also. 344. Was ist Max-Level bei euch, Wild-Dino? 210. Okay. Das ist schon richtig gut, der hier. Na gut. Immer dem blauen Petri nach. Der hier? Für den habt ihr auch sowas runtergeladen, oder? So ein, wie heißt das? Template. Ein Template für die, genau, ja. Für die Petris. Ja, also selber mal, hab zumindest ich noch nichts. Also zum alles runtergeladen, aber wenn das richtig ist, richtig schön. Sieht echt schick aus. Dann wird das Vanille auch so ein bisschen bunt. Ja, in den meisten Mods kannst du es ja nicht machen, was ich total schade finde, weil... Das Anmalen von den Dinos echt schön ist. Ja, es ist einfach nett, wenn man so viele Möglichkeiten hat, sich da so ein bisschen hervorzuheben, seine Dinos so ein bisschen abzuheben, ne? Ja, genau. Da ist ein Titano unterwegs. So, hier war ich schon länger nicht mehr im Redwood unterwegs. Mal sehen, wie da die FPS sind. Ja, wir fliegen ja, nur dran vorbei, ne? Wegen Tua Coleo. Ja. Hast du nicht gesehen. Bei der Geschwindigkeit hapsen die einen ganz gerne vom Petri runter. Ja. So, wir sind Fleisch essen. Ist Coolman noch dabei? Ich glaube nicht. Ja, ich weiß ja, wo es hingeht. Okay. Die sind echt langsam, die Archies. Im Vanilla. Also überhaupt alle sind total langsam, ne? Außer den Petris und den... Wie heißen sie? Tapijaras. Zweisitzer. Genau, die Tapijaras. Ja, gut, aber ich finde, man gewöhnt sich dran. Also. Und die Drachen sind ja immer noch ziemlich schnell, ne? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil wir haben da keine. Na. Der Release für Ark ist... 8.8. ne? Ist angesetzt. Ich weiß nicht, ob da schon wieder was geändert wurde. Nee, ich glaube, das war damals noch fix, soweit ich das weiß. Ja. Und es kostet jetzt schon 70 Euro, das stimmt, ja. Ist teurer geworden. Wir machen gerade vorne und da gibt es nochmal einen Stamina-Stop. Ich denke mal, deine müsste, denke ich, langsam leer werden, oder? Jo, ist so. Na, du hast nicht ein bisschen weniger Glück. Hier war auch noch irgendwo eine Note da vorne. Müssen wir gleich mal gucken. Die sind ja überall. Es gibt jetzt so viele Notes inzwischen. Da war ein Lag.
Und das Beste ist, wenn du im Gesicht auf dem Tier sitzen bleibst und drüber läufst, dann kriegt das Tier nämlich auch noch gleich den Buff. Mhm. Ich habe gerade ziemliche Lags. Das ist nicht gut. Das war nicht gut. Ich habe nur immer so ein bisschen Angst, gerade so schwitzt so ein bisschen, weil ich nicht weiß, ob der PC hält. Ich habe das alles so ein bisschen im Auge. Aber das System war gestern noch nicht stabil, das heißt, mal gucken, wie es läuft, ne? Wie sagt man so schön, wird schon schief gehen. Ja. Wahrscheinlich stürzt er einmal ab und dann kommt der neue Patch raus. 4 GB. Okay. Und dann kann er seinen Server neu starten. Da unten bist du. Oh, da ist noch eine Ruine. Jo, da ist noch eine Kiste. So. Nee, bleib auf dem Vogel sitzen. Okay. Hast du ja gerade gesagt. Falls wir irgendwas zerlegen. Na gut, wenn er in der Base steht, kriegt er auch gute XP, ne? Ja, 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 weil die große Finger da auch davon. Wenn du halt absteigst, dann kriegst du halt, das ist halt ein bisschen verschwendete XP, aber auch nicht weiter schlimm, von daher. Die Riesen-Bunnies. Kangaroos. Hm, das ist noch ein Tapijara. Tapijara. Sind Tapijara jetzt eigentlich ein bisschen schneller vom Base-Movement-Speed oder langsamer als die Petris? Das habe ich noch nie ausprobiert. Das weiß ich leider auch nicht. Die kommen ja auch mit, kommen die jetzt immer noch alle mit den gleichen Movement-Speed-Stats? Weil früher hatten die alle identische Stats, ne? Mhm. Was Movement-Speed angeht. Es wäre natürlich interessanter, wenn die auch mit ein bisschen anderem Movement-Speed kommen würden. So wie die alle unterschiedlich Damage machen, unterschiedliche APs haben. Wäre es natürlich cool, wenn das mit den Movement-Speed genauso wäre. Ich weiß nicht, warum das jetzt immer festgelegt war. Ist eigentlich ein bisschen langweilig. Ja, wir fliegen jetzt noch kurz einen kleinen Umweg und dann können wir noch eine Explorer-Note mitnehmen. Ja. Nee, wenn du ARK gekauft hast, dann musst du es dir nicht nochmal neu kaufen. Sobald es rauskommt, kannst du ganz normal weiterspielen. Da ändert sich nichts für dich. Du hast ja schon bezahlt. Und die jetzt schon früher gekauft haben, also die meisten von uns wahrscheinlich, die werden halt so ein bisschen belohnt, ne? Wir waren von Anfang an dabei, wir haben die ganzen Bugs mitgemacht, das heißt, wir haben dann auch ein bisschen weniger gezahlt, das finde ich eigentlich ganz in Ordnung so. So gehört sich das eigentlich, ne? Supporter so ein bisschen belohnen dafür, dass sie halt so früh dabei waren. Das machen zu wenige Spiele eigentlich. So, und da geht unser kleines Reich auch schon los. Okay, hier habt ihr so eine Rutsche oder sowas. Na gut, das ist ja wieder eine Brücke. Das sieht cool aus. Wir können bis hier hoch auf das Plateau von der Base auslaufen. Mhm. Und wir haben im Prinzip auch einen Weg oben zum blauen Obi gebaut mit diesen Brücken, damit wir unsere Tiere zwecks den Bosskämpfen und so weiter auch da hochkriegen. Okay. Also dafür sind diese Brücken-Mods schon ziemlich praktisch. Geht natürlich auch nur auf dem eigenen Server, das ist natürlich klar. Ein Riesending. Okay, jetzt hat sie reingeladen. Bei mir war sie gerade zu Ende. Ja, das könnte jetzt ein bisschen laden. Okay, dann fliege ich mal schön langsam gemütlich. Ja. Das ist schon wieder vorbei, die Brücke. Wow, Bäume ohne Ende. Die FPS sind noch gut. Ihr habt euch eine ganz schön fiese Gegend ausgesucht, ne? Tja, aber hier hat nichts mehr was zu melden. Das war vielleicht noch am Anfang so, aber mittlerweile. Okay, Spike meint, die Petris sind ein bisschen schneller. Dafür sind Tapijaras Zweisitzer, ne? So, Brücke, wo bist du? Wow, Brücke ist da. Wow, die ist total hoch. Das muss irgendwie an dieser Brücke liegen, dass die so spät reinlädt, oder? Nee, das liegt an der Base. Okay. Und jetzt sind wir wieder runter. Und die wird laden, also die lädt bei mir im Moment auch noch. 10 FPS. Also nur mal so für die Grunddaten. Die Base ist an der breitesten Stelle, ich glaube 35 Foundations breit und wow. 50 Foundations lang. Das Ding ist monströs. Okay. Ja, ich hab so ein bisschen gebaut. Ja, das sieht man. Da stehen schon wieder ein paar Rexe unten. 20 Stück oder so. Mein neuestes Bauprojekt ist da vorne. Können wir gleich mal angucken, so langsam alles reinlädt. Irgendwer schießt schon auf uns. Ja. Yeah. Wo wollen wir denn landen? Ich bin vorne am Wassergehege. Okay. Von der Flag an, weil da ist mein neuestes Bauprojekt. Das können wir gleich als erstes angucken. Ich muss einmal außen rumfliegen, oder?
Nee, nee, einfach nach links. Also zum Gucken und so. Ach so, ja. Aber wir können dann später noch rumlaufen. Also. Die Fenster sind ja auch cool. Wow. Ja, die sind aus der Garden Mod. Ein Riesending habt ihr hier schon wieder hingestellt. Okay. Die ist ganz nett, die Garden Mod. Gefällt mir. Hm. Ja, vor allen Dingen in Kombination mit Echos, Echos Tree. Kann man da richtig schöne Sachen mitbauen. Hm. Cool. Echt schick. Mann. Fangen wir mal von vorne hin an. So, du bist irgendwo da unten gelandet. Da steht ein Petri. Ich bin noch oben. Da bist du oben. Da bist du. Ich folge dir. Da stehen überall kleine Plattformen. Ja, die FPS sind natürlich nicht wirklich gut, das ist klar. Aber die Streamqualität sollte ein bisschen besser sein. Also das habe ich auch hochgedreht. Twitch hat die Bitrate erhöht vor, weiß nicht, vor einem Monat oder so. Ist noch nicht lange her. Mein letzter PC hat das nicht gebracht. Mit dem hier sollte das jetzt besser laufen. Das heißt, die Streamqualität müsste auch ein bisschen besser sein. Also das ist mein neuestes Projekt. Nice. Ist noch im Moment im Rohbau aus Stroh. Jo. Sieht super cool aus. Woraus willst du das dann nachbauen? Aus Metall einfach, oder? Metall und dann beleuchten, ja. Okay. Aber, nice. Ja, wie gesagt, so ein bisschen Zeitproblem. Super cool. Hast du eigentlich den Waffentisch schon gelernt und die NATO-Munition? Den muss ich jetzt lernen. Okay. So. Jetzt kurz ein paar Sachen umstellen. Jut. Waffentisch? Genau, wenn ich den Waffentisch gelernt habe, dann kann ich die Munition herstellen. Weapon Table. Jo, ist gelernt. Munition ist im Tisch, muss ich nicht lernen, oder? Mal gucken. Du musst noch die, falls du es schon kannst, die 5,5er lernen. Also 5,5. Wobei, ich glaube, die ist jetzt ab 40. Ja, das dauert noch ein bisschen. Nee. Dann darfst du mir unauffällig holen. Das ist der genau, Hafen praktisch. Du mir gefallen tun? Was denn? Könntest du dich drin auf den B-52 setzen? Bis der so, sagen wir so, 10 Level hat oder so. Ja, ich weiß gar nicht, wo die anderen sind. Okay. Wer ist MZ? Da stehst du. Moment. Ich hab geguckt hier. Also hast gelesen, du sollst einmal Bullets und einmal Shells herstellen. Also hier okay. Sind die Waffentische. Das sind ja ein paar. Drei Stück mal die Bullets und einmal die Hülsen. Die Shells. Nach was für einer Spezies soll ich? Ach, B-52 ist ein Quetz, ich sehe schon. Ja, das ist der Transportkit, weil er braucht ein bisschen Gewicht. Oh, das ist laut. Wow, ist das laut. Also die Sounds wurden auch komplett geändert natürlich. Jetzt muss ich kurz gucken. Hier rum war das? Dreimal Bullets, einmal Shell. Dann nochmal Bullets. In jedem Tisch also 600, ne? Jawohl. Nochmal Bullets. Dann kommen die Shells. Und dann ist ein Tisch noch übrig. Ja, da ist dann das Schießpulver und da kannst du dann, sobald du dann Level 40 bist und ein bisschen was durchgelaufen ist, dann NATO-Munition. Okay. Beziehungsweise, wenn ich wüsste, da ist nämlich Zeugs drin. Wir machen ein bisschen Power-Leveling, damit wir später dann noch ein paar richtig coole Sachen machen können. Die sehen ziemlich bunt aus, die Rechse. Oh, ja, super das, cool. Das ist aber nach einem ganz speziellen Schema gemacht. Mhm. Ja, ich habe jetzt 15 FPS an der Base und ich weiß nicht ganz genau, wie es im Stream rüberkommt, aber ich denke, das passt schon, ne? Ist halt eine große Base. Das ist Ark mit großer Base. Das ist man so gewohnt, wenn man Ark spielt. Ja. Wow. Also die Farbe von den Rexen sind im Prinzip so alle, dass sie das rot-weiß haben. Das sind sozusagen schlechte Tiere aus schlechten Zuchten oder von der Anfangszeit. Okay. Und alle, die diese schwarz rot-weiße Färbung haben, sind unsere Zuchttiere. Also aus unserem perfekten Zucht, wo wir haben,
Die schlüpfen mit über 11.000 HP und mit 467% Melee. Mhm. Und nach dem Imprint, wenn sie die 100% packen, haben sie über 13.000 HP und über 580% Melee Damage. Mhm. Also ich glaub, wir bereiten uns ja auf die Bosskämpfe vor. Ja. Wie gesagt, das hier sind die, ja, wo Schwerter für den Drachen sind und so. Okay. Die wohl richtig Dampf halt haben. Die sehen auch schick aus. Haben ja auch nicht wenige davon, sag ich mal so. Das ist ein ganzer Haufen hier. Nice. Ja. Okay, Arkas sagt, Frames sind in Ordnung. In Ordnung, immerhin. Immerhin etwas, ne? Ja. Du hast die 7 FPS, die du immer erzielst, normalerweise noch nicht erreicht. Kommt noch ein bisschen was, ne? Ja, ja, also ich habe im Moment stabile 22 FPS. Okay. Also da geht noch ein bisschen was. Noch 22 FPS. Ja, ich glaube, ich habe die Grafikerstellung nicht ganz so hoch. Könnte vielleicht daran liegen. Das wird's wohl sein. Super cool. Jo, also das Gebäude, was hier auch gleich angrenzt, das... Bist du da irgendwo rein? Nee. Nee, ich stehe noch hier. Bist du? Das ist wieder so ein riesen Dino-Gehege hier, ne? Eher weniger eine Verpaarungsbox. Ah, okay. Deswegen sind da so viele Rechste drin. Naja, das sind 5 Weibchen und ein Männchen, die halt alle diese Werte haben. Ich luke da mal rein. Jupp, ich hätte es auf die kleinen Türen nehmen können. Ah, okay. Da hinten, alles klar. Mach ich wieder zu. Die laufen ja nicht. Sperr ich die erstmal wieder aus. Doch, das passt schon. Oh, ein riesen Geknurre hier drin. Ja, die haben das nicht so gerne, wenn da Fremde reinkommen. Ja. Das Rex-Schlafzimmer. Sozusagen, ja. Sweet, sweet. Liftungsöffnung da oben. Okay. Nee, oben drüber ist noch ein bis jetzt ungenutzter Dino-Hangar. Okay. Ist schon ein bisschen vorausgebaut und geplant. Ja, ja. Also die Base ist extra so gebaut, dass er in allen Dimensionen für uns Bedürfnisse ausreichen sollte. Der Eingangsbereich ist besonders FPS-lastig. Wow. Sieht doch super cool aus. Ja, also die Türme sind oben im oberen Teil auch noch ungenutzt im Moment. Und im unteren Teil sind rechts und links Brutkammern drin, wobei die linke im Moment als Wolfablage dient, weil wir so viele Wölfe nachgezüchtet haben. Mhm. Dann gehen wir da rein, oder wie? Jo, schauen wir uns mal an. Da ist die Tür schon offen. Oh, Miniguns. Ja, die Miniguns stehen hier, weil wir die Rexe, da die öfters durch den Boden glitschen im Moment, hier draußen machen, an dem Futterdruck da hinten. Mhm. Und dass hier keine bösen Viecher kommen, wenn die noch klein sind, stehen hier die zwei Miniguns. Okay. Dass die Rexe in Ruhe lassen. Aber bis jetzt war noch kein Dino, der es so weit geschafft hat. Beim Rexis nachzüchten. Ja. Yeah. Was ist das für eine Box? Das ist die eine Zugkammer. Okay. Oh, Pinguin. Das sieht aus. Durch. Da muss ich jetzt Kugeln herstellen? Ja. Okay. Ja, 40 Level waren das. Wow. Naja, du bist doch noch nicht entlassen. Was soll ich denn da überhaupt leveln? Fortitude bis 50? Ja. Crafting Skill brauchen wir nicht. Movement Speed kriegen wir eh nix. Auf 10 oder so. Wie viel HP habt ihr denn so? Ich glaube, so im Schnitt so um die 300 bis 400. Wobei ich natürlich bei mir jetzt meist aufs Gewicht habe. Ich habe 550 Gewicht geskillt. Mhm. Aber ja, braucht es ja auch. Ein bisschen Gewicht ist auch gut, ne? Ja, die Ausrüstung ist schon ziemlich schwer, wenn man alles mitschleifen muss. Okay, haben wir noch ein bisschen Gewicht. So, achso, ich muss jetzt die ganzen Kugeln lernen. Ich soll mir die Shotgun-Muni anschauen, hat Hudson gemeint. Die heißt auch so, oder? Shotgun? Die Shotgun-Muni ist die ganz normale Shotgun-Muni. Ach so. Deswegen ist die günstiger. Ja, das ja. Ist ja verständlich. Weil die Munition ist teilweise ziemlich teuer, ne? 5? Ja, es geht. Kaliber 50? Ne, wir wollen die NATO-Muni. NATO brauchst du für, genau, für die M4. Die kostet ein bisschen mehr. Vor allem schießt man die schneller raus, ne? Ja, aber was sagen wir so, ich glaube nicht, dass du einen Torrad der geschossen bekommst, wenn du ihn normal benutzt. Na gut, mach ich ihn mal zu. Na, dann gehen wir mal kurz raus und machen die, Schmeißen die Kugeln an. Genau.
klar. Muni, Muni, Muni. Wir brauchen auch ziemlich viel Muni später, glaube ich. Also macht Sinn, langsam zu starten. In dem rechten Tisch hier, oder? Ja, ich leg dir gleich alles dran. Oh, Shells. Du holst schon. Ich brauche jetzt die Shells und die... Ich stelle einfach nur NATO her, oder wie? Ja, ja. Lass einfach nur NATO-Munition laufen. Alles klar. So, sonst noch ein paar machen können. Sonst muss ich hinten noch ein paar Dinge holen. Knapp 500. Ja. Da kommen ja immer zwei Schuss raus, also 1000 Schuss. Das ist gut. Also hier, schaut euch die Mengen an Ressourcen. Kein Spaß. Wo sind die ganzen? Wir nehmen jetzt auch nicht so viel leichte Schulter, sag mal so. So, wieder da. Bibi. Ja, über 1000 Shells und Kugeln, 2000 Kugeln. Mag noch jemand kurz ein paar Shells vorbringen? Dann kann Nigel noch ein bisschen Munition anwerfen. Das läuft eh erstmal ein bisschen, oder? Ja, aber dann kannst du es gleich anschmeißen. Wenn jemand was bringt. Wir sind noch nicht zu Hause. Achso, ja, dann machen wir später. Hast du den bereits angeschaut für die Munition? Die Haare wachsen langsam. Ja, die Shotgun ist halt die Vanilla-Munition, ne? Ne, eben nicht mehr. Deswegen haben wir es ja geschrieben. Die hat jetzt eine eigene und die ist richtig teuer. Die normale kann man nicht mehr laden, deswegen haben wir gerade mal geguckt. Wie heißt die normale? Ja. Heißt die Shotgun? Oh, Super Shotgun heißt die jetzt, die normale. Super Shotgun Bullet. Achso, die kann man erst mit Level 9. Ja, deswegen. Kostet richtig was. Naja, da müsste ich das ja mal eigentlich abbrechen, ne? Naja, also Shotgun-Muni braucht auf jeden Fall keine machen, die können wir nicht mehr verwenden. Nee, aber von der neuen was machen, meine ich. Naja, dass ihr da was habt. Aber, hey, du brauchst schon Kram dafür. Level 90, Super Shotgun Bullet. Ja, ich habe das gerade gelernt, aber das ist bei mir nicht im Tisch drin, warte mal. Oh, das habe ich nicht überprüft. Mach's mal über die Suchfunktion, die ist noch ein bisschen buggy. Ich hab letztens die normalen Amuls für die NATO auch nie gefunden. Suchfunktion ist jetzt dann aber. Die ganzen Schwänze von den Rexen. Die sehen schon super witzig aus. Den Skin habt ihr irgendwo gefunden, oder wie? Welchen Skin? Von den Rexen. Ja, oder habt ihr die selber so? Template. Ja. Nö, Arc Templates oder Arc Paintings, je nachdem, wo man kommt. Die Fenster sind total schön aus dieser Garden-Mod. Ja, das Problem ist aber, dass ich die nicht herstellen kann. Die Muni? Ja. Bist noch nicht Level 90? Na, doch, doch, das schon, aber die sind im Waffentisch drin. Das ist nicht gut. Ist im Inventar? Mhm. Okay. Hat eine neue Muni hinzugefügt, die man nicht herstellen kann. Das ist nicht gut. Dann müsst ihr wohl erstmal mit NATO schießen oder so. Ja, na, dann kannst du die NATO wieder anwerfen. Außer okay. Wenn andere Befinde und nicht nur blind sind. Ja, gut. Oh. Ihr habt auch überall diese Wachtürme hingestellt, ne? Welche und Wachtürme? Die aus diesen Plants Bashies X. Mhm, das ist Andres Werk. Okay. Und die funktionieren sehr gut, das kann ich gleich schon mal vorab sagen. Und das wurde irgendwie geändert, dass die sich nicht mehr bewegen, ne? Was war da? Ja, vorher haben wir so ist die drin. Umgeschwendet. Das kann man auch nicht einstellen, sondern die bewegen sich jetzt einfach nicht mehr, oder wie? Genau. Das ist ja langweilig. Aber es ist halt sehr gut für die FPS, ne? Ja. Das ist halt immer so die Sache. Bitte? Auf Ammo gehen und dann auf Normal, da ist das Endgramm. Ich weiß nicht, warum man so über die Suche nicht findet, frag mich nicht. Route. Ammo? Ammo und Normal. Route sagt man doch nur bei Wölfen oder bei Hunden oder so, ne? Der Schwanz. Route. Nee, ich seh die draußen auch nicht. Was hast du nicht? Ich seh die auch neben dem Tisch. Also ich sehe sie. Da muss Hudson herstellen. Vielleicht müsst ihr einmal neu starten, nachdem ihr es gelernt habt oder so. Jetzt groß, oder? Ja, ich also, also die Routen von den Rexen, die sind sehr schön. Die Routen. Ja, das Problem ist, dass du wahrscheinlich die Waffentische wieder neu aufstellen musst. So, ich brauch mal was zu trinken irgendwo. Ich glaube, ich geh mal ins Meer. Jupp. Gibt doch Wasserhähne. Ich hab noch keinen gefunden. Oder daneben geguckt oder so. Wir müssen uns mal die ganze Base jetzt anschauen. Da gibt's noch so viel zu gucken. Habt ihr jetzt auch nicht hergestellt inzwischen? Salzwasser ist gut. Von was? Ja, hier, die Metall zu Hülsen und so umgewandelt. Ja. Das ist alles durch, nur die Munition noch nicht. Okay. Ich habe jetzt mal 100 Schuss laufen lassen.
weiß nicht, was dann fehlt. Wahrscheinlich sind die Kosten der übelst viele Bullets, ne? Naja, müsste aber einige haben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch am Schießpulver oder nicht. Ja, ach, ihr habt ja jetzt gestartet, oder? Jo. Ja, lag am Schießpulver, okay. Ach so. Das ist ja was. Ja, naja, jetzt machen wir mal weiter. Bin gespannt, was ihr da drin noch alles versteckt habt in dem Riesending. Arena-Krieger. Komm uns erst das Wasserkrieger angucken. Okay, können wir auch. Da hast du zwei so Türme wieder an den Eingang gestellt, ne? Ja, also Türme gehören doch zu jeder Burg dazu. Auf jeden Fall, mit Fahnen und so. Ja, also das Wassergehege ist, ich habe keine Ahnung wie lang, aber an der tiefsten Stelle ist es, ich glaube, 28 Wände tief. Okay. Arg, spiegelverkehrt. Sind hier Treppen oder sowas? Leitern irgendwo? Ja. Leitern an der Seite, ja. Okay, spring mal rein. Jo. Ich einfach auf den Dino. Elli! Elli ist wieder da. Ja. Aber schon die ganze Zeit. Aber dir wird laut. Die haben wir mal schnell importiert. Wow. Ihr habt viele Plesios und viele Haie. Ja, wir haben auch noch viel vor. Also ihr habt jetzt fast alles. Ihr habt noch keinen Tintenfisch, ne? Nee, ich nicht. Und es fehlen noch zur Zucht gute Mosas. Und Basilos. Basilos auch nicht, ja. Basilos ja, sind cool. Leck. Ja, Plesios haben wir jetzt mittlerweile ein gutes Pärchen, Haie auch. Aber wie gesagt, die anderen beiden fehlen halt noch einen Tintenfisch, ja. Keine Ahnung, ich glaube, da ist keiner von uns so ein großer Freund davon. Tintenfischen? Ja, also ich esse gerne das, ja. Die sind halt ein bisschen schwierig, ne? Man muss die immer begleiten und ja, die sind ein bisschen buggy einfach. Ja, ja, aber die Kombo Plesio oder und Moser oder auch mit dem Basilio zusammen funktioniert eigentlich sehr gut. Hm. Also da kann man sich nicht beschweren. Ja, runter. Oh oh. Na, geschafft. Das ist schwierig mit den Leitern. Noch überlegt heute. Cool, man. Jetzt haben wir Hunger, kein Durst. Es regnet ja. Ja, ich hau schon ab. So war das jetzt auch nicht gemeint. Na gut, dann gucken wir nochmal rein. Ich will im Bett sitzen, aber da du dich entfernt hast, kriegt er keine XP mehr. Aber er hat jetzt 25 Level. Ja, du hättest nach 10 runtergehen können. Du sollst auch noch ein bisschen leveln. Geh mal vom Kuhn runter, lauf mir mal nach, dann kriegst du noch ein bisschen was. Ach nee, ist schon wieder durch. So. Ja, sowas aber auch. Solange man drauf sitzt auf den Dinos, kriegen die ein bisschen mehr XP, ne? Ja, ein bisschen ist gut. Deutlich mehr. Ich meine, die Hülsen, die du hast laufen lassen, waren insgesamt über 43.000 Erfahrungspunkte. Das sind bei einem ungelevelten Tier ungefähr 50 Level. Mhm. Also da geht schon ein bisschen was. Ja, ich muss mir die Streams danach mal anschauen. Ich weiß nicht, wo das jetzt wie läuft. Eigentlich sollte das auf Twitch perfekt laufen. Sonst weiß ich nicht, woran das liegt. Twitch läuft allgemein irgendwie nicht so gut wie YouTube. So, jetzt sind die Lags. Kommen die Lags von mir. Wow. Ich habe 5 FPS. Was? Okay. Das war nicht gut. Das ist ein bisschen wenig. Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht. Doch ein bisschen zu viel geworden. Ja, das müsste sich aber geben. Also ja, ich habe gerade auch nur noch 10, jetzt bin ich wieder bei über 20. Also. Zwischen 15 und 30. Wow, vielleicht stelle ich es ein bisschen runter, die Grafik oder was. Ich weiß jetzt nicht, warum das so krass ist. Vielleicht wegen dem Regen, der hier noch durchregnet? Möglich, ja. Also, da wurde wieder so viel geändert. Vielleicht die Resolution ein bisschen runter. Das sieht man im Stream, glaube ich, eh nicht so stark. Safe. Bringt das irgendwas? Nö. Oje. FPS sind wirklich schlecht. Aber nur wenn ich hier in die Mitte schaue. Das müssen irgendwelche Palmen oder so sein, die so böse sind. Na gut, ich guck mal so ein bisschen in die andere Richtung hin wieder. Rückwärts laufen. Ja, ja, genau. Das will nicht alles gleichzeitig drauf haben. Ich kann mal die
Overlays ausmachen, das ist auch gut. Schafe! Oh, das sieht cool aus hier. Da schläft jemand im Gras bei den Schafen. Das sieht echt gemütlich aus. Könnte mich auch mit reinlegen zum Schlafen. Streichler. Dinger. Dinger und Saatgut. Die Schafe haben es ganz luxuriös. Die haben sogar noch ein Außengehege dabei. Ach, da wäre auch eine Tür, ne? Ja. Yeah. Ach, die können sogar raus, die Schafe. Ja. Die haben es mal gut. Und schöne bunte Büsche. Ja, und sind auch gut beschützt. Gut beschützt? Über dir. Oh, Turrets. Ja, ich darf nicht Richtung Mitte der Base schauen, weil dann wird es ganz böse mit den Frames. Ich muss immer so ein bisschen zur Seite rausschauen. Okay. Hat jemand Schaltklappen? Also wenn die... Ich sollte bessere FPS haben. Ja, ich meine schon, also ich hab, wenn es mal ganz weit runter geht, wenn es mal kurz auf 12, 13, aber die meiste Zeit hängt so zwischen 15 und 25. Das ist für die Größe der Base eigentlich okay. Gut, ihr habt alle ein bisschen bessere Grafikkarten, ne? Ne, die Karte packt mich nicht aus. Okay. 50-70% pendelt die hin und her, also eigentlich gehe ich im CPU-Limit. Das ist ein guter Test für später mal. Gucken, was da... Habt ihr irgendwas abgebaut jetzt? Nee. Nee. Ja, aber was machst du da auf der Turret? Ich denke, dass das irgendwelche Bugs sind mit den Pflanzen. Ja. Umstehen? Also wenn ich hier stehe, habe ich 7 FPS, wenn ich ein Stück vorgehe. Also hier habe ich dann auch wieder... 9, 11? Jetzt wird es langsam mehr. Unter dem Kronleuchter stellt schon der Regen auf. Der hängt witzigerweise tief genug. Also ich vermute, dass ich da irgendein Problem mit irgendeiner Mod habe, mit irgendeiner Style-Mod. Okay, hier ist schöner ohne Regen. Bleiben wir hier ein bisschen stehen. Total schönes Schafgehege. Nee, der Regen hat sowieso auf. Ach nee, hat nicht aufgehört. Da sind Frösche. Ja. Aber jetzt hat er aufgehört. Okay, ja, das ist gut. Dann können wir weitermachen. Genau, na dann gehen wir erstmal in unseren Wintergarten. Super cool. Guck mal, jetzt spielst du in der First Person, das sieht aus wie ein Waldstraße. Ja, ich weiß. Mein Zeug, mein Bart und Haare wachsen jetzt langsam nach. Und dann auch die Rüstung, ey. Oh je. Brauch dringend eine andere Rüstung. Ich kriege auch langsam einen Bauch hier. Wird langsam alt und so. Oh je. Haltung ist nicht so optimal. Je, yeah, hier ist ein Wasserspender. Kann man aber nicht trinken, oder? Nee, die sind nur Deko, leider. Wenn ihr Nachladezeiten habt, dann könnt ihr die Qualität so ein bisschen runterstellen. Ich streame jetzt mit einer höheren Bitrate, das heißt, die Videos sind ein bisschen größer. Dementsprechend kann das bei euch dann auch zu Nachladezeiten oder Nachladeruckland führen, wenn euer Internet zu schlecht ist. Das ist dann natürlich der Nachteil. Also hier drin haben sie, ich hatte es noch nicht mal an einem Abend so ausgetobt. Das ist... ziemlich cool. Nur zur Deko, also. Das sind so die kleinen Sachen, die 5 FPS kosten. Jedes einzelne von diesen kleinen Räumen hier. Oh, und glaub mir, davon gibt es genug hier. Ja. Wow. Also schön mit Veranda und ja, also da kann man sich schon einen schönen Abend machen. Das ist schick. War noch besser als das Dino-Zuchtgehege nicht da, aber da hat man eine bessere Sicht gehabt, aber das musste leider her. Guten Abend, Musik haben wir jetzt. Jo, passt ja. Das ist gemütlich hier. Vielleicht eine Kerze. Später einen aus. Aber dann in der Bar. Ja, wo denn sonst? Okay. Wir haben noch einen Barkeeper. Ja, dann bring dir mal was, dass uns das ausgeben kann. Oh, hier steht ein Leopard. Schneeleopard, ja. Aber ist auch ein Template. Okay. Aber sehr schön, wie ich finde. Also. Aber ist auch das Einzige, was es für gibt. Okay. Das ist schick. Hatzen, packst du mal die Schere weg, du machst mich nervös. Tila Kolleges. Ja. Nein, ich hab's nicht mal gemerkt. Du merkst es nicht. Da ist eine Schere dabei. Nix, mein Bart bleibt dran. Ich weiß gar nicht. Du weißt es nur noch nicht. Ach so? Und den Bart habe ich nicht geändert. Das muss erst auswachsen. Das kannst du machen, während ich hier rumlaufe, oder wie? Ja, das ist ja also wenn du zu weit wegläufst, dann bricht es, glaube ich, ab. Ja. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Dann kannst du. Du musst den vorher mit der Grappling-Hook dranhängen. Dann kannst du in Ruhe schneiden. Stimmt, das bringt mich nicht auf Ideen. Dann kannst du mich mit den Frisuren, die du schon freigeschaltet hast, frisieren, auch wenn ich die noch nicht habe, oder wie? Ja. Das ist auch ganz cool. Ich habe keine Ahnung, welche ich habe. Keine Schere. Ich habe noch nicht viele, glaube ich. Von dem Drachen gab es eine Frisur, ne? Drachenboss, Arena Drachenboss. Das muss man jetzt alles freischalten, das ist alles Achievements. Ja. Na, hier haben wir halt noch nicht viel. Ja. Das ist ja alles neu in der Mache. Na gut, wo gehen wir als nächstes hin? Hinter dir? Also. Da drüben? Geht die Führung weiter. Alles klar. So ein Balkon da oben. Oh, ein Balsakus. Oh. Wendeltreffen bei den FPS. So, das ist unser kleiner Dimorstall. Yay. Dimorphodons. Und Arche. Opterix. Ja, sind das Mikroraptoren hier. Kann ich nicht auseinanderhalten. Das sind Mikroraptoren. Auch schick. Aber auch einen extra kleinen, schönen Stall bekommen. Nett, nett. Dann geht's noch weiter hoch, ne? Ja. Noch eine Wendeltreppe. Oh, Alos! Kommt mal hoch, schauen dann die Alos direkt an. Ja, also das ist im Prinzip alles so wie unten Dino-Parkplatz für Eierleger, für alles, was man so gesammelt haben bis jetzt. Mhm. Hudson, bist du noch der Base? Jo. Wollte ich nicht mal crappen, wenn wow. Zum Vulkan fliegen? Jo, können wir machen. Warte, ich komm die Rampe runter. Ja, ich bin gerade zurückfliegen aus der Höhle. Die sind so riesig, diese. Wie heißen die überhaupt nochmal? Monster hier. U-Tyrannus. Aber äußerst nützlich im Bosskampf. Naja. Es gibt jetzt immer mehr Dinos, die so schöne Buffs mit sich bringen, die man dann bei den Bossfights ganz gut verwenden kann, ne? Ja, ja, also wir haben bei den 20. ein Teresino mit einem kleinen Spinnen dabei, ein U-Tyrannus für die Rechse zum Anbrüllen und ein, wie heißt das Schwein? Deodon. Deodon zum Heilen. Das hat 100.000 Food geskillt. Mhm. Aber oben. Und wie gesagt, das kann 100.000 HP. Man kann es nicht 1 zu 1 rechnen, aber ungefähr 100.000 HP gegenheilen. Das ist schon viel. Die U-Tyrannus haben jetzt 15.000 HP, also. Der ist aber noch nicht ausgelevelt. Nee, das sind nur die Zuchttiere. Die Zucht steht dann schon oben. Ja. Aber trotzdem, 100.000 ist schon gut. Ja. Gut, das ist ja das Schwein, was so viel hat. 100.000 Food. Mhm. Oh, die Trikes sehen aus wie aus Pugnacia hier. Ganz bunt. Ja, ein bisschen Farbe muss ja sein. Und? Die beiden Riesenfaultiere stehen hier. Ist gerade hoch genug für die. Jupp, gucken sogar oben ganz kleine Stückchen raus. Aber, ja. Na gut. Ja, und dann ging es noch wieder hoch. Hier war wieder eine Wendeltreppe, ne? Links irgendwo? Ja, da kommt man aufs Dach. Machen wir dann die Crafting-Ecke dann zum Schluss. Säbelzahn. Okay. Biegen wir den Loot noch an? Jupp. Die Fahnen passen vielleicht gut hier zu den kleinen Türmen, das ist echt cool. Die sind auch aus. Oh, wer hat hier das geschrieben? Aus der Garden-Mod, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Oder aus der RP-Mod. Ich weiß es nicht genau. Also die Geräusche sind auch krass geworden. Die Wolfsflaggen. Ja, ja, diese schwarzen Flaggen und Wolfsflaggen. Sind aber aus der Eco-Mod, wo du noch drauf hast, oder? Ja, also dieses die Eco die RP oder wie das heißt, ne? Ja, okay. RP-Dekor oder sowas. Das, ja. Okidoki. Dann gucken die Faultiere durch die Decke. Wer schreit denn hier immer so? Irgendwas schreit immer so in. Weiß nicht, so in 10, 15 Sekunden. Ja. Das sind die Hyänen. Ach so, die Hyänen machen das. Das haben wir uns auch tagelang gewundert. Das sind irgendwo Hyänen in der Nähe. Das ist echt krass. Also alle Dinos machen irgendwelche Geräusche und man hört die auch total weit. Man weiß dann immer nicht so recht, was das ist. Man hört zum Beispiel die Pelikane am Strand rumfliegen und so, das ist schon echt cool. Oh ja. Wow, habt ihr ja viele Vögel. Ja, wie gesagt, das ist der Flughanger. Mit sich abzuchten. Ja, je nachdem, es lebt ein bisschen. Cool.
jetzt. Hier noch ein Balkon. Hm. Aber nicht runterfallen, das könnte wehtun. Ja. Eine fabricated Pistol mit 244. Da drüben ist noch eine Tür. Und ein Brustpanzer mit 591. Damit der gerade kein Blueprint. Oh, da geht's hoch in den Turm, oder? Jupp, zu dem Pflanzenhof. Oh je, das wird ein langer Weg. Mir ist jetzt schon schwindelig. Na nee, du bist ja schon fast ganz oben. Okay. Hier sind die Pflanzen. Die Pflanzenplattform, dann kannst du nochmal ganz hoch, weil du kannst auch oben drin sind noch wie so Schießscharten. Okay. Leiter. Und Fenster. Oder Schießscharten. Ja. Gibt's ja, das ist ja nicht so, dass es so wie in der. Da läuft einer. Burgmod oder so, aber. Ja. Sind so zum Rausschießen so ein bisschen gedacht. Wie gesagt, die Base ist ja halb auf Optik, halb auf Nutzen gebaut. Ja. Ist eine PvE-Base, keine. Jo. Base, die irgendwie auf Nutzen ausgelegt sein muss. Mal schauen, ob wir den Loot noch kriegen, oder schnell? Nee, das nicht. Die Loots sind so gut, dass ihr euch die alle holt. Das war was ganz Neues. Etwas überarbeitet. Ja, wir haben sie manuell überschrieben, weil die Militär-Wertens-Mods ja verändert. Okay. Und du brauchst ja irgendwie irgendwann mal gescheite Reckzettel und so für die Bosskämpfe und die kriegst du so sonst ja nicht mehr raus. Mhm. Wo geht's denn hier ran? Okay, Außenbereich. Mann, die Brücke ist vielleicht riesig. Ja, die hat auch einen ziemlich großen Pfeiler, aber der im Moment noch nicht gerendert ist. Also, da hinten ist auch nur so ein richtig großer Pfeiler. Ja, wir gucken uns noch ein bisschen hier um und dann werden wir wahrscheinlich erstmal den Pronto zähmen, ne? Oder? Wenn er noch da ist, ja. Wenn er noch da ist. Ich check das gleich mal. Und dann wollten wir nochmal in die Höhlen schauen, ne? So der Plan für später. Wir schauen einfach mal, was dann noch geht. So, hier. Generatorhäuschen. Nee, da habe ich schon vorhin angekommen. Okay. Ja, ich war dran. Also, ich bin noch ein Shop. 135, aber ich bin mit Rollen geflogen. Achso, deswegen. Ist man ein bisschen schneller, wenn man mit dem Petri rollt. Ja. Okay. Geht aber auch die Stamina rum, ne? Ja. Das ist teuer, der Rollangriff. Wow! Jo, willkommen in unseren Privatgemächern. Das ist schick. Cool, cool. Was sind das hier eigentlich? Was ist das für ein breites Spiegelfenster? Was ist das? Das ist das kleine Fenster? Ja, das ist ein Fenster. Das ist aus der Eco Garden Mod. Kann man das Fenster in den. Das ist ein Wandteil, oder? Ja, das ist ein Stein, also so ein Steinfenstertürrahmen und innen drin ist das kleine Fenster reingesetzt. Mhm. Das ist immer kein Holzfenster, sondern halt sieht aus dieser Mod. Sieht schick aus. Aber du hast irgendwo oben auch eine Wand als Fenster verwendet, ne? Ja. Hab ich mal gesehen. Ja, hier hinten, das ist mein Tasten. Das ist einfach so eine Wand, die komplett als Fenster verwendet ist. Mhm. Ja. Yeah. Was ist denn das für ein Riesenviech hier? Da kriegen wir richtig Hunger. Fiomi, ja? Fiomi. Mm. Gute Beilage. Mit einem Muffin, Eiern und Brot. Und Cookies. Birnen gibt's auch. Mais. Das sieht gut aus. Lecker, lecker. Ja, da hinten sind noch die Schlafbetten. Liegt ein Buch. Mit einem Rex drin. Wow. Die Style-Mods haben schon in sich, ne? Ja, es macht super viel Spaß damit, also. FPS-mäßig genauso wie sonst auch. Habt ihr die Texturen auf Maximum? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe bei mir das nicht auf Maximum. Ja, ich überlege gerade, warum die FPS bei mir so schlecht sind. Alles auf episch. Eigentlich sind die Einstellungen. Meinst du jetzt serverseitig oder privat? Was ja, so. Bei dir, Client-Einstellung und so, Grafik. Achso, nur eine Mischung aus Maximum und Hoch. Ah. Ja, das habe ich auch. Manches habe ich auch ganz niedrig geredet, wie zum Beispiel die Bodentexturen oder so. Weil die sind zwar schön, aber wenn du irgendwas suchst auf dem Boden oder so, gerade an der Tasche oder so, ist das sehr. Ja, nicht gerade förderlich. Das stimmt. 3D Island Map, das ist ziemlich cool. Wie sieht auch da ein Mod? Das ist nice. Ich
Karte stimmt ja nicht ganz, also ist nicht ganz aktuell, aber sieht cool aus. Trotzdem echt cool. Ja, bei Twitch sind scheinbar die lag der Stream so ein bisschen. Das muss ich mir dann später mal anschauen. Das ist jetzt mal so ein Test. Eigentlich sollte Twitch 6 Mbits abkönnen, also angeblich. Müssen wir mal schauen. YouTube mag das scheinbar. Okay. Da kannst du auch nochmal die Leiter hoch, da kommst du nochmal aus dem Aussichtspunkt, aber auch schon beim Runterklettern. Ich das gespürt. Ist ja nicht so tief, dass ich mir gleich das Hälschen breche. Naja, das geht schon. Oh, vielleicht doch. Oh. Cool, cool. Das ist praktisch der höchste Punkt vom Hauptgebäude. Obwohl. Ja, ich weiß nicht, ob die Türme höher sind, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Die Türme sind ein bisschen höher. Da links waren wir schon drin. Oh, die sahen so viel cooler aus, die Plants vs. als sie sich bewegt haben. Ja, das stimmt, aber na gut, da kann ich alles haben. Ja. Kommen wir da irgendwie hin? Ja. So. Muss ich dann die Klappe wieder schließen, das ist nicht einfach. Ja, das gut, wir können den Jammer auch nochmal hochkriegen. Weißt du nicht. Ja, lass los. So, komm mal gucken gehen. Guck dir das mal an. Das sind noch Laternen hier. So, Kronleuchter, Laternenkronleuchter. Die sehen cool aus. Ja, da habe ich auch mal am Abend, weiß nicht, so eine Stunde oder eineinhalb verbracht mit Dekorieren. Ich glaube, wenn es die im Real Life gäbe, dann bräuchtest du auch eine Stunde, um die anzuzünden. Alles einzeln aufschrauben oder so. Ja, könnte ein bisschen dauern. Der hat einen Turm ohne Turrets gebaut. Was für Fieber. Ich brauche hier nicht so viele Turrets. Die genialen Türme von André Reging. Eigentlich kommt nie was über die Mauer, großartig. Ja, wir sind auch in alle Himmelsrichtungen sind Turrets ausgerichtet, also. Ja, hier oben dürfte eigentlich nichts vorbeikommen, ne? Ja, doch, das schon, aber wie gesagt, hier draußen sind ja auch Turrets. So, oh, Pronto ist weg. Pronto ist weg? Mhm. Schade. Despawned? Hat denn irgendwas gefressen? Ja. Nö, okay. Muss despawned sein, weil 28 Euro noch im Welt. Schade. Na gut. Ja, dann. Was gibt's noch zu sehen? Da unten ist noch was. Es geht noch ein bisschen weiter, glaube ich. Wir könnten theoretisch innen durchgehen. So. Innen durch? Hier ist eine Rampe. Naja, da haben wir den Kommentar bekommen. Ich habe die Abkürzung genommen. Über die Alunase. Das sind noch ein paar Kanos. Megaloceros. Da unten ist das Crafting. Das ist das Crafting-Gebäude, ja. Oh, mit so einem riesen Hedgeframe. Die sehe ich zum ersten Mal. Ja, das Problem war, oder der Werdegang ist so, dass wir dieses Gebäude zuerst gebaut hatten und das hier oben war, wie wir hergezogen sind, der Dino-Hangar. Okay. Das ist echt schön. Also diese Zäune sind total cool. Was? Irgendein Dino hat so einen Schädel auf. Das sind unsere Schnecken. Die Schnecken. Okay. Also das hier oben ist aber nur das Deko-Crafting-Gebäude. Also hier ist nur so ein bisschen Lager. Und ja, wenn wir halt einen Stauraum brauchen. Also das haben wir einfach nur schön eingerichtet, weil wir das können. Ja, das ist die Weapon-Table. Das können ist eine ganz andere Konstruktion. Ja, das darfst du nicht verraten. Das hat man jetzt noch gar nicht gesehen. Naja. Ich weiß nicht, ob auf dem Sofa hier sitzen will. Sieht jetzt nicht so einladend aus. Das ist sogar eine Original-Trophäe. Also das ist nicht aus der Mod, sondern das ist wirklich eine Original. Ja, und dann noch diese Stromleitung da. Das sieht aus wie ein Spinnenfaden. Ja, das ist gefährlich hier oben. Ja, sieht fies aus. Ja, wenn man dann mal so hier einen Blick durch die Base schweifen lassen will, dann kann man hier doch auf den kleinen Balkon. Yeah. Und die Musik dazu. Passt. Ja, Monix irgendwo fest. Sieht man das? Ja, ich habe so deinen Namen gesehen, weil er ein bisschen zuckig. Ja, Wendeltreppe und so, ne? Oje. Aber normalerweise solltest du rausgehen, wenn du komplett durchfällst. Das ist echt schick. Soll ich dann komplett durchfallen, bitte? Hey, du hängst doch hinten an dem Ding, oder? Ja, ich hänge jetzt zwischen zwei Wänden und einer Treppe. Muss ich da mal gucken.
Mal sehen, wo ich habe. Kein Pickup, sondern nur Destroy. Ja, das ist normal. Ich glaube, kein S Plus. Ja, ist klar. Ich will nichts kaputt machen. Ich sehe dich gar nicht. Der hängt am rechten Aufgang. Beim Panda. Beim Panda. Müssen wir Yamo retten? Mit dem Grappling Hook oder so? Ja, also das hier ist unser Hauptcrafting-Gebäude. Affe. Mit Hut. Das ist unser Chef. Der Chef. Das ist der Chef. Chef, ey. Steht drüber. Steht drüber, das ist Chef. So. Also der hat hier die Verantwortung. Du bist schuld, wenn irgendwas passiert. Oh oh. So sagen, ja. Ach so, ja gut, klar, da fällt er durch, aber in der Ecke kommt er nicht raus, da gibt's ja keine Tür. Sag mal, wie viel von diesen Weapon Crafting Table habt ihr denn? Habt wahrscheinlich 50 davon oder so. Ja, wir haben ein paar. Wir haben viele Slots. Ja. Das sind halt. Ich ja vielleicht mal bedienen. Erster Waffentisch sind Waffen, dritter Waffentisch sind Klamotten. Darfst du dich mal schick machen. Ich muss erstmal hier auf Inventar wechseln. Jo, läuft, danke. Oh. Und gleich wieder drin, oder? Ja. Omnicola. Ja, probieren wir nochmal. Okay. Sind gleich wieder reingeflogen. Ja, das ist ein bisschen blöd in der Ecke, weil. Wo bist denn du unterwegs? Ob's jetzt geht. Okay, jetzt bin ich raus, danke. Gut. Da hinten? Ja, wo Rettungsaktion erfolgreich. Ja, immer dasselbe. Ja, weißt du, hätten wir jetzt Friendly Fire an, hätten wir so anders regeln können. So, was wollten wir Christo erbringen? Das würde nicht funktionieren. Hättest du aber, nee, du hättest ihn noch im Tribe schmeißen und dann erschießen. Was machen wir denn eigentlich als erstes jetzt? Gehen wir dann direkt in die Höhle? Ja. Du solltest dir was Warmes anziehen. Multi-Ex. Ja, naja, was suchen müssen wir da noch mit hochnehmen. Da ist ja immer was drin. Ohne Medical Brew ist es trotzdem nicht zu machen. Ja, ich würde das ist dann alles im Kühlschrank. Also in die Eishöhle praktisch. Ja. Dann brauchen wir so ein Felddingens. Was haben wir denn noch? Irgendwo so eine Mütze. Dann ziehe ich ja komplett Fell an. Ja, muss man ein bisschen drauf gucken. Da gibt es welche mit hohen Rüstungswerten. Mhm. Also die vielleicht. Schöne blaue. Ja. Fuhr. Da ist so eine Mütze. Hm, 52 Insulation. Wir gucken nur auf die Insulation-Werte heute. 114 ist gut. Erster Tisch. Sind die Waffen, genau. Ach so, André hat's nicht. Ich hab für die andere Höhle Gasmasken hergestellt. Ne? 5 Stück. Waren zwar nicht billig, aber naja. So, sieht man meine Frisur schon? Ein Bogen für einen Grappling Hook. Kommen wir auf die 5. Wie viele Grappling Hooks brauchen wir denn? 10? Theoretisch brauchst du gar keinen, aber ja, nimm ruhig welche. Ne? So 10 Stück haben wir meistens auch dabei. Oder so 5 bis 10. NATO-Munition. Und noch die dazugehörige Waffe. So ein M4, oder? Mm, ja. Ja, weil für die Spaß haben wir jetzt leider zu wenig Munition. Schnappen wir uns mal so ein M4. Und dann unter Munition ist dann, oder? Findest du ein bisschen was. Kriegt ihr eigentlich noch vorne drin? Ja. Wie gut ist denn die Multi-Ex im Nahkampf? Oder habt ihr irgendwelche Nahkampfwaffen? Das kannst du in der Höhle vergessen. Die spawnen da bis über Level 600. Ja, so für Piranhas und sowas, wo man im Wasser unterwegs ist. Die stört nicht leid. Die macht dich kalt, bevor du einmal weg. Also, die Multi-Ex ist eigentlich nur zum Abbauen von Ressourcen. Okay. Na gut, dann sind wir langsam ausgestattet. Jo, gibt's da noch ein bisschen was zu sehen, also. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen was anschauen hier. Jo. Alles klar. Ja, ich habe jetzt mal eine Waffe dabei, einen Grappling Hook. Ja, und wie gesagt, du sitzt ja eh auch die meiste da auf dem Bolz drauf, also von daher. Ein M4. Alles klar. Ich auch noch Revolver, wenn du welche brauchst. Ah, ein Revolver. Ja, die Yetis lachen sich dann tot. Ich glaube, wir haben manchmal relativ guten Schaden. Aber die sind hier oben. Achso, oben. Geh mal mit, Nigel. Das Fabricated Pistol liegt noch im Plan, und zwar 44%. Ich bin total überladen. Moment. Das ist denn so schwer? Vielleicht muss noch ein bisschen Gewicht. Ich schmeiß mal die fertige Muni hier rein, ne? Naja, ich komm ganz wieder auf. Und ein bisschen was nehme ich da mal mit, weil man weiß ja nie. Naja. Soll ich die Rüstung aufheben? Chitin, Leder? Gute Qualität?
In Grinder. Die kann man auch im Restkampfreich wegwerfen. Oder im Grinder, ja. Pelzrüstung ist aus, oder? Welche Rüstung? Du musst in den Ordner schauen, was hier drin ist. In den Waffen verschwindet das drin ist. Wo ist denn der Grinder? Ach, in den mittleren Ordner hier. Muss ich gucken. Toilette. Auf dem Waffentisch gibt es einen Ordner, der Fellrüstung heißt. Ah, ich hab die Toilette gefunden. Ah, ja. Okay. Und jetzt? Ist nichts mit Toilette oder wie? Z drücken. Z? Ja, aber es geht doch nicht mehr. Hat. Ja, gut, du musst halt die Taste vorher vergeben. Ja, ich hab vergessen, welche das war. Ist Z nicht standardmäßig? Nee, das war früher mal. Im Menü. Ganz links, das sechste von unten. Okay, oder ganz so links. Ich weiß nicht, was du nochmal hast. Ich hab da wieder Z drauf. Ich hab Vorderhand. Achso, ganz links hier. Add. Was ist denn Add? Ich hab keine Ahnung, was Add ist. Ich hab das unbelegt. Plus oder was? Mit der Defikate und fertig. Oh. Schließe dich. Oh. Ich hab irgendwie Mist gemacht. Alter Schwede. Das ist schon wieder alles verstellt hier. Was ist denn los? Mistbauen tust du in dem Moment, wo du Follow All drückst. Ja, das war aber nicht Follow All, das war Add. Ich hab keine Ahnung, was auf. Wo ist denn Plus? Jammo. Ja, wo? Ich hab dir einen zweiten Waffentisch. Mann, hast du da alles umgestellt. Daraus kannst du Hülsen laufen lassen. Noch ein paar Level bekommen. Okay. Nächster Versuch. Danke. Das war echt ein Schock. Yeah, es geht. Es funktioniert. Muss nur wieder alles umstellen. Und jetzt noch spülen, nicht vergessen. Ja. Das ist mal Ammo-Bullet, ne? Sonst stinkt's. Jo. Ja. Mach hier wieder zu. Also, das war dann unser kleiner Gemüsegarten, den du da schon gefunden hast. Gemüsegarten mit Toilette und so, für Dünger. Ja. Passt. Zeig ich dir mal kurz den Grinder, der steht hier. Und draußen steht das Monster. Pack ich da die Rüstung rein. Ja, einfach alles rein. Ich guck das später sogar noch durch. Und da stehen die ganzen Dedons. Schnuffel, ja. Bache und Eva. Alles klar. Ja, aber das sind nur die Kuchtiere. Die Eltern. Das eigentliche Schwein steht oben. Okay. So, da weil wir dann noch nicht genug Garten haben, haben wir hier oben nochmal einen kompletten. Je, was wächst denn da? Welche Kakteen? Hier wächst alles. Palmcluster. Ja, das sind alles aus der Motte, die Blumen yeah. Einfach auf die Beete gestellt, damit es schöner aussieht. Ja, das ist auch cool. Wobei manche Beete auch unten drunter gepflanzt. Kleiner botanischer Garten. Manche Beete sind unten drunter auch. Also manche sind schon gepflanzt. Ja, hier zum Beispiel an den Büschen. Okay. Da sind jetzt hier zum Beispiel Tintos drin. Mhm. Weil schick, die brauchen wir ja für die Medical Brew, deswegen haben wir die in größerem Stil nochmal angepflanzt. Da geht's schon wieder um Haustiere im Chat. So, jetzt kommt unsere beste Schöpfung. Ja, Schakal ist auch dabei. Hi Schakal, willkommen im Stream. Servus Schakal. Servus. Moin. Ne, einfach weil wir es können. Wie habt ihr das denn geklickt? Das ist unser Geheimtrick. Überhaupt die Sachen schräg zu platzieren. Ohne Modded Items, also abgesehen von dem, was ihr drauf gebaut habt. Naja, ich war ja gestern kurz hier und Dad hat mir das gezeigt, das erste, was gemacht ist, mit Petri drunter durchfliegen. Nee, da ist nichts drin. Da wird echt nichts drin. Nein, das schwebt. Okay. Da gibt es wohl noch ein bisschen Aufholbedarf hier. Für die Entwickler. Ja, Hudson, kriegt mir jetzt noch ein Bier ausgegeben oder nicht? Weil wir es können. Was macht man noch normal am Streamende? In die Bar gehen, oder? Ja, so. Okay, dann gucken wir die Bar halt am Schluss an. Aber heil zurück nach Hause kommen. Du kannst ja vor der Höhle auch ein bisschen Mut antrinken. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das denn gut ausgeht. Ah ja, das wird schon. Ja. Ja, und hier ist nochmal so ein riesen Hafen, oder wie? Ja, kleiner Hafen. Wassergehegen. Kleintier. Tief und Angler. Zum Silica Pearls sammeln. Hudson, möchtest du die Barführung übernehmen? Machen wir die jetzt oder später? So weit sind wir noch nicht. Na gut, dann heben wir uns die Bar für später auf. Wir haben jetzt schon ganz schön viel gesehen, ne? Das ist eine gute Idee. Okay, ja. Auf jeden Fall nicht weiter in die Richtung. Ja. Ja.
Sieht schon cool aus. Aber weil, Nigel, weißt du, was so schlimm ist? Wir haben immer noch zwei große Sachen zum Angucken. Oh je. Ja, wir sind fleißig. Da hinten ist er. Das geht ja relativ schnell. Aber bitte nicht anfassen, was jetzt kommt. Lass ihn doch mal, ist doch lustig. Ich kann jetzt gleich die Rüstung reparieren. Nee, das wird aber wieder teuer. Das ist die ich glaube, keiner weiß besser als er, wie gefährlich die Viecher sind. Bienen. Mossy Cave Rock, das sind noch keine Bienen. Sehen genauso aus wie ein Bienenstock, nur aus Stein. Da sind unsere Bienen. Okay. Bienen. Die tun einem nichts, solange man nicht anfasst, oder? Genau. Du kannst auch reingehen, also passiert nichts. Ja. Bei Pagnacia gibt es irgendwelche besonders fiesen afrikanischen Bienen. Die habe ich noch nicht getestet. Beehive. Ja, sollen wir Honig wollen, dann packen wir da jetzt kräftig zu und sterben wahrscheinlich erstmal. Ja, aber wir haben auch Backrepellen dabei. Also haben wir auch Backrepellen, also von daher. Ja. Wenn man schnell wegläuft, dann überlebt man das gerade so, ne? Oder wie gesagt, mit Backrepellen passiert ja gar nichts, von daher. So extrem viel Schaden machen sie auch wieder nicht. Okay. Wenn du gleich abhaust. Ja, wir haben ja so viel HP, ne? Weil im Vanilla habe ich... Wie viel HP hatte ich denn normalerweise? Stars für einen Auftritt bereit? Nö. Hatte ich im Vanilla so viel HP? Nö. Machst du auch schon. Ich überlege gerade. Die Mini-Playback-Show, oder was? Klar. Aber da fliege ich Nigel hin. Da muss er nicht die kleinen Stars. Na gut. Ja, 400 HP hatte ich bestimmt. Klar. Yay, Tapijara. Nice. Darfst aufsteigen? Dann setze ich mich mal mit drauf. Front Seat. Achso, man fliegt vorne mit, ist ja auch cool. Ja, Mobile Sobit ist doch, glaube ich, ein Dreisitzer, oder? Ja, klar, ein Dreisitzer. Du musst aber gucken, an die Welt. Muss ich mal ein bisschen leveln, doch mal auf Welt. Slow-Mo. Ja, mit ein jetzt, ne? Aber nicht, ist auch, also so wenig noch. Können wir es rauswerfen? Munition ist so schwer, liegt halt 54. Ja. Müsste nur jemand ein bisschen was anschmeißen, damit er leveln, aber passt schon. Ich kann nicht rauszoomen. Ich glaube, Jamo ist zu schwer. Ich habe auch nur 600 Schuss dabei. Geht die Tour halt ein bisschen langsamer. Setz dich nur noch drauf. Ja, ja, ich bin wahrscheinlich schon außer Reichweite, oder? Ja, ich starte das und renne dann in deine Richtung. Ja, komm mal bitte zum Big Bombs, zum Wintergarten. Ich muss erstmal dieses. Ah, jetzt finde ich über die Suche wieder die. Wo ist denn die? Warte mal, Komponenten. Ihr habt noch kein Diplo, oder? Nee. Jetzt können wir mit dem Diplo Richtung Höhle aufbrechen. Das wäre auch witzig. Ja, würde auch gehen. Warten mal ganz kurz, dass wir mal ein paar Levelchen kriegen. Geht ja schnell. Ja. Ich überlege, wie viel HP ich im Singleplayer habe. Was seid ihr jetzt? Da wo die ganzen Rechse stehen, schwebe ich oben drüber. Bin ich schon nah genug? Nee. Ja, jetzt. Ich krieg was. Jo, gleich mal 7 Level. Ja, ich hab mal 400 Bullets gestartet. Ja, passt. Na gut, dann fliegen wir darüber, oder? Da sind wir schon drüber gegangen, als wir über die Brücke drüber sind. Über dieses Riesengehege. 1000 Stamina, 600 Gewicht passt doch, oder? Gib ihm, wie du willst. Ja, das passt schon so. Dankeschön. Ich kann auch gar nicht auf den Tapijara zugreifen, wenn ich drauf sitze. Nee. So, und jetzt kommen wir zu unserem Ententeich. Ein bisschen mit. Puh. Kampfmusik. Ententeich. Yeah, das sind die Kleinen. Mit Entenhaut natürlich. Irgendwas ist hier los. Musik? Ja, gut. Ja, irgendwo muss ja noch ein Piranha sein. Na, ich sehe ihn. Ich glaube nicht, dass er lange überlebt. Nö, nö. Die ersten 5 sind schon weg. Ich bin mal ein bisschen da drauf. Okay. Ja. Okay, dann machen wir es mal. Leck. Nice. Gehen die jetzt nicht drauf, oder wie? Doch. Oh, doch. Da war einer. 100 Millionen, ne? Ja. Läuft. Jo. Ja, wie gesagt, das ist unser kleiner Ententeich und Fischteich. Yeah. Und die Fische respawnen hier ganz normal, ne? Ja. Trotz, dass wir so nah gebaut haben, also das ist relativ cool. Das hat mal nicht so gut funktioniert.
Als ich das im Singleplayer gemacht habe, da ist dann nichts mehr gespawnt. Da sind auch die Bäume und so nicht respawned. Das war ganz komisch. Ja gut, die Bäume, wo hier drin stehen, sind ja alles aus der Mod, ne? Ja. Abgesehen von der einen kleinen Palme da drüben, aber der Rest ist alles aus der Mod. Also. Ja gut, die Wände stehen auch zu nah dran, aber der Teich ist ja schon wieder ziemlich weit entfernt. Ja, du könntest ja im Prinzip die Distanz verringern für den Respawn, aber das ist dann auch wieder blöd, weil dann in der Base das ganze Zeug auch dauernd wieder da steht. Ich hatte das ein bisschen verringert im Singleplayer. Irgendwas ist hier noch. Ja, hat aber gerade platt gemacht. Ja. Wie gesagt, die Verteidigungsplattformen sind sehr effizient. Okay, was soll man denn hier stehen? Kleines Häuschen für die Enten, ne? Du, da ist schon wieder 6 Level. Ja, hab gerade noch in Ausdauer gelevelt. Da sind die Morphodon durchs Dach gepackt. Na, da draußen ist ein nerviger Arzt. Daisy! Okay, wir brauchen immer Dinge und eine neue Expanse. Schon wieder. Leer, oder wie? Ja, Archie. Ganz schön viel los bei euch. Ja, und die legen hier goldene Eier, oder wie? Bis jetzt noch nicht. Bist du noch am Testen? Der Archie hängt jetzt nicht schlecht. Der guckt mit dem Kopf durch das Loch hier. Das war Absicht. Ja, hallo? Da sind wieder Pflanzen drauf hier. Hey, ich hab einen kleinen hier einen großen Auftritt. Das ist also wieder so eine ganz interessante Geschichte mit dem goldenen Eierlegen. Das funktioniert wohl auch noch nicht so ganz. Na, so wie ich das gelesen habe, soll das wohl sein, wahrscheinlich nur die Wilden, weil legen die goldenen Eier, wenn sie den Fisch selber erlegt und gefressen haben und dann zufrieden und satt sind. Dann besteht eine Möglichkeit, dass die Eier legen. Das ist auf jeden Fall ziemlich kompliziert. Hi Shiny, willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Grüße von Shiny. Zurück. Süßer Fratz. Wie gesagt, das ist der große Pfeiler, von dem ich gesprochen hatte. Okay. Der die Brücke stützt, aber das ist auch nur ein optischer Pfeiler. Ja. Von der Base aus sieht man den halt nicht. Der sieht ziemlich cool aus. Der passt da perfekt runter. Ja gut, du musst die Brücken abstützen. Also, du kannst jetzt nicht reingucken, aber innen drin ist im Prinzip ein ganz normaler Pfeiler. Mhm. Nur das sah halt so ein bisschen wickrig aus. Ach so. Habe ich halt ein bisschen angebaut. Hast du da eine Tür dran zum Reinschauen? Nee, der ist komplett zu. Aber innen drin ist, wie gesagt, so ein ganz normaler Steinpfeiler. Alles klar. Der dann die ganze Brücke schützt. Stützt, nicht schützt. Das ist ja ganz cool, wenn der von da hinten bis zur Base reicht, ist ja schon ein Stück. Ja, die Brücken sind eigentlich sehr praktisch. Ja, und eigentlich Brücken bis hoch zum blauen Obelisken. Cool. Jo, dann haben wir jetzt eigentlich bis auf die Bar alles gesehen. Machen wir es jetzt auf den Rückweg, oder? Jupp. Und da nochmal alles auf. Was brauchen wir überhaupt noch? Nicht mehr viel. Das meiste haben wir. Jetzt sitze ich mal hinten. Ist auch mal interessant. Okay, ruhig vorne, du siehst hinten nichts. Na gut. Du siehst nur den Rücken von Death. Ja, immerhin. Ist der nicht schön genug? Und man guckt halt nach. Zuschauer nicht so toll. Man guckt nach hinten runter, ne? Aber wissen du das wissen? Ja, wo jetzt geht's? Dann war es vorhin ein bisschen buggy, weil. Du hast dann nach vorne geschaut? Nee, ich hab. Ich saß quasi neben dem die Morphodon auf der Schulter von Dad. Das ist gut. Jo, und so sieht das Ganze dann von oben halt aus. Das ist schon richtig cool. Ein Riesending. Ja. Will nicht wissen, wie viele Bauteile das schon wieder waren. Ja, und aus der Echo Trees kann man die Bäume hier hinstellen, ne? Genau. Diese Pflanzentröge, diese, ja, alles was so Gartenzeichen ist, ist aus der Gartenmod und das andere ist dann alles aus dieser RP-Mod, also diese Betten, diese Tischchen und weiß nicht. Na gut, dann packen wir jetzt zusammen und gehen in die Höhle, ne? Jupp. Ich glaube, da fliegt man nicht mit Papuchara hin, dann nehmen wir Archies. Angenehmer. Dann brauchen wir noch Suppe. Ja, die Suppen liegen gerade im Kühlschrank, da muss man nicht groß nichts mitnehmen. Doch, da müssen wir mitnehmen, Suppe ist da nicht. Wir waren doch über 10 Stück, oder? Ja, aber der Kühlschrank ist mal eine Zeit lang ausgefallen. Achso, ja dann. Zu dem Outfit passt die Ziffelmütze, glaube ich. Ja, yeah, schicker Bart. Langsam wächst er aus. Und Medical Pistol ist hier so ungefähr 30, 40 Stück mitnehmen, also das schadet auf jeden Fall nicht. Das ist viel. Ja, da drin ist es halt so kalt, das hilft uns im Pelzbesprung nicht. Das ist schon alles in Mastercraft haben, das haben wir nicht als Blueprint. Ich glaube ganz drin hat es weniger als minus 30 Grad, ne?
Ja, eigentlich so. Nicht gut. Also ich brauche eigentlich nur die eine Suppe, oder? Normal, ja. Dieses Vocal Chili Curry brauchen wir. Wie viel braucht man da? 7 Stück? Nee, eine reicht ja 10 Minuten. 4. 3 Stück. Gut. Hattest du echt die Munition von vorne auf die, für die Spaßprobe? Ja, exakt. Habt ihr noch eine Pike irgendwo? Oder? Oben im Waffenschrank. Dann kann ich mir gleich noch einen Revolver mitnehmen. Ja. Irgendwas, falls man. In dem rechten Schrank von den beiden hier kannst du reinschauen. Oh, die FPS. So, da ist Werkzeug drin. Nee, im rechten sind noch Pikes dazwischen sein, weil die jetzt falsch. Im linken sind die Revolver. Im rechten, wo die Spitzhacken verbunden sind, müssten theoretisch zwischen ein paar Pikes sein. Achso, okay. Ich will erst einen Revolver. 200 ist gut, oder? Nur nimm, was du willst. Darf ich nur nicht verlieren. Das ist gut. Die kannst du gegen durch den höheren Dino-Level kannst du die eigentlich vergessen. Nur nice to have, aber sonst. Nehmen wir noch irgendeine Pike. Ich nehme die alte Schrotmunition nach oben, ne? Weil die brauchen wir jetzt eigentlich. Ja, lager mal ein. Aber immer noch rein, dann, wenn es sein muss. Ja, wenn ich noch einen Lagerplatz finde. Habt ihr Munition? So Simple Rifle Ammo? Ne, Simple Pistol Ammo? Ah, ich kann das nicht tragen. Auf der Werkbank liegen. Ja, die. Ah. Ganz links hinten. Ich kann nicht so viel schleppen. Steht. Entschuldigung. Das Zeug ist echt zu schwer. Ja, ein bisschen Gewicht muss leider leveln. Muss ich noch ein bisschen. Ich brauche noch ein paar Levels hier. 76 bin ich schon. Ja, aber das Problem ist, dass es jetzt nicht mal ohne weiteres so schnell geht. Wie viel Muni brauchen wir denn? Brauchen wir 600 Schuss wahrscheinlich, ne? Nein, also ich habe. Zu 50. Also ich habe jetzt insgesamt ein bisschen über 300 Schuss dabei. Und viel mehr brauchst du nicht, wenn du einen durchgeladen hast und hast sicher 300 Schuss. Okay. Wo ist denn meine Muni überhaupt hin? Ach, die ist alles reingeladen in die Waffe, oder wie? Ja, 60 halt wahrscheinlich. Und ich mach wahrscheinlich nichts dabei. Da ist das Zeug, ich hab's irgendwie nicht gefunden. Nehme ich mal 270 mit, das müsste auch reichen, oder? Ja, Lampa. Wie gesagt, du sitzt da wahrscheinlich eh, du meinst da auf dem Wolf. Okay. Hoffentlich kann der Wolf das alles tragen. Theoretisch ja. Das ist ein großes Problem. Die ersten Level für den Wolf sind schnell da. Wo habt ihr noch Simple Pistol? Wenn dann hier der Werkbank. Okay. Okay. Alles klar. Ein Gewusel hier drin. Überall Leute. Also hier sind noch knapp 200 Kugeln drin. Achso, an der Werkbank am Rand da. Ja. 200 reicht vollkommen. Ja. Ja, wie gesagt, wenn du da wahrscheinlich mit drauf schießt, das ist. Also je. Ich höre die Null-Level. Coolio. Endlich wieder ein Revolver. Jetzt bin ich startklar. Wenn ich mal umleite, so rein zum Thema Milka und so. Das sieht aus, ey. Yum, yum. Du hast so viel Fell. Nigel, kann man mit hochnehmen, zwecks einem Archie holen. Und einen Schnauzer hat er. Ja, einen Archie auswählen. Mhm. Moment. Also, bevor wir das machen, kommen wir noch zur persönlichen Schutzausrüstung. Okay. Kommt ihr nochmal mit vor zu Drechse? Da muss ich mein Opfer da lassen. Guck mal hier schon durch. Ja. Nee, ne? Ah, oh, geht nicht. Ach, bin zu fett, ne? Ja, ja. Persönliche Schutzausrüstung. Ja, persönliche Schutzausrüstung. Ja, ja. Ups, jetzt hab ich die verloren. Jep, aber nicht schlimm, ich lebe noch. So, da sind wir. Da. Was gibt's jetzt? Lifeguard. Die W3 auf die Schulter und die zwei Menschen, die W3, M3 auf volle Pfeife und dann können wir gewählen. Okay. Wie viele Gruppen haben wir davon jetzt im Moment überhaupt? Jeden eine. Was, fünf? Ja, müssen wir bloß mal gucken, dass wir die alle auf eine 3 stellen.
Ja, wenn einer pfeift, dann... Achso, ich muss dann auf 3 jetzt, oder wie? Nö, nö. Sind Gruppe 3 eingeteilt, oder? Die musst du selber einteilen. Ach, die muss man selber einteilen. Du musst sie auch mir einteilen, aber du nimmst die 2 dann auf Follow, weil dann... Wäre gut, wenn ich sie einteilen würde. Aber ich weiß nicht, ob das wieder funktioniert oder ob da wieder alles verstellt wurde. Im Moment ist echt krass mit Ark. Add creature to group. Wir wollen... Und eine Gruppe steht da noch unter Höhle, ich weiß aber nicht, wem die gehört. War die von mir? Ja, meine sind noch draufgegangen. Ja. Brauche ich die ja nicht mitnehmen, oder? Das, ja. Allen Groups. 3. Dann müsste Charmo sich noch eine Gruppe raussuchen, wenn er möchte. Ich nehme dann die Spezialgruppe oben dran. Behavior Groups. Das ist alles ziemlich umständlich. Also ich habe meine auf neutral gestellt. Also warte mal, ich muss das Weibchen noch umstellen. Man kann ja auch die auf der Schulter gleich mitpfeifen. Kurz gucken, Gruppen. Die sind immer noch auf den Nummern ganz normal, ne? Jo. Nur Blocknummern. Du musst den linken nehmen. Ansonsten nimmst du die komplette Spezies dann. Wie den linken? Also ich hab die jetzt eingeteilt. Ja, du kannst da einteilen und du gehst auf Base-Gruppen ändern. Dann kannst du ja Kreatur zur Gruppe hinzufügen oder Klasse zur Gruppe hinzufügen. Das untere nimmst, dann sind alle die Morphe dann automatisch in der Gruppe mit drin. Ja, ja, nee, habe ich nicht vor. Ich habe die einzeln eingeteilt. Following Nice. Ich habe gar nicht gepfiffen, aber die folgen mir jetzt. Nice, das Gamma, soll ich euch mitnehmen oder wollt ihr einen anderen fliegen? Wir können auch alle zusammen fliegen. Ja. Ich habe jetzt 2 Dimorphodons auf Follow, ohne die gepfiffen zu haben. Ich weiß nicht, was ihr macht. Wenn du den Tab eh schon gelevelt hast, dann können wir auch mitfliegen. Ach, es funktioniert. Ich alle 3, da bin ich mal gespannt mit der Muni. Fing doch eben auf. Kannst du uns tragen? Läuft. Naja. Er hebt ab. Was denn? Ich bin ja nicht in das Speed geflogen. So, jetzt kommen wir bald irgendwo hin, wo es die FPS ein bisschen besser sind. Das ist schon mal gut. Jamo, du willst deine Leitgruppe nicht mitnehmen. Deine Leitgruppe. Es reicht, wenn ich sterbe, lass mal. Ihr seid der Optimistische. Ja, Mann. Wir haben bloß auf den Wolf auf. Wir haben schon vorsorglich ein bisschen was geändert, damit wir bessere Chancen haben, nicht zu sterben. Heizung angemacht da drin, oder was? Hey Kevin, hi Nadine, willkommen im Stream. Schön, dass ihr dabei seid. Schauen wir mal. Achso, hast du jetzt noch Suppen mitgenommen? Bitte was? Hatzen? Ich hab jetzt mal 2, jetzt gucken wir mal, was ist da. Also, ist doch nicht alles verdorben, oder? Das sind bloß 4 freie Curries oder so dort oben. Also, ich hab 3 dabei. So schnell. Ja, gut, wir wissen nicht genau, wie lange der Kühlschrank noch nicht gelaufen ist. Habt ihr da schon was vorbereitet? Ja, ja. Okay. Boah, der Archie von Lone Wolf sieht ziemlich cool aus. Herzens-Archie. Schick, schick. Ich sehe die ganzen Dimorphodons. Die Aussicht nach hinten ist auch ganz nett. Oh, da ist wieder so ein U-Tyrannus unterwegs. U-Tyrannus. Die ganzen Sounds sind ziemlich laut geworden, kann das sein? Ich hab's generell relativ weit runtergedreht. Das ist eigentlich ganz angenehm geworden. Music? Ich weiß nicht, ob das Gewitter angepasst wurde, aber das war ja nur auf Descender so laut, ne? Ich weiß nicht, auf Descender Map war ich beim letzten Stream das letzte Mal. Also die haben einiges an Sounds angepasst, aber es ist nichts dabei, wo ich irgendwie als störend empfunden habe. Also auf der Island habe ich noch auch kein Gewitter gehört. Riesenbrücken hier. Kommt immer bloß ein Regen. Ja, wie geht der Aufgang? Nebel und Regen, ne? Ja, die Brücken, das ist ja auch so eine Aktion, ne? Dass du die Bosse nicht mehr an den Loot Crates beschwören kannst. Hi Emily, hi Nils, willkommen im Stream. Da ist wieder ein U-Tyrannus. Die gibt's total häufig, ne? Ja. Mhm. Aber Scheide zu finden ist doch von der Grund. Bei uns ist eins. Level 35. Hi Jakob. Hi Sylvan.
Aber irgendein Uteranis hat dort oben ein 210er Korno in Falle. Okay. Wenn der Uteranis jetzt 210 wäre, hätte ich ihn eher gefreut. Ihr habt auch nur zwei Kanus, ne? Drei. Drei. Aber nur für die Eier. Ist ein Stück zu fliegen, aber wir sind bald da. Ja. Da vorne ist es schon. Sieht ziemlich kalt aus hier. Aber so minus 9 Grad, es wird noch kälter, ne? Das ist der Eingang. Boah, das ist so gechillt hier, ohne irgendwelche Mordet-Viecher. Keine verrückten Wirrwarren. Nicht mal Gigas. Schon fast zu ruhig, oder? Ja. Hier ist der Eingang. Mit großem Tor. Das müssen nur die ganzen Dimorphodons hier reinbringen. Kommt mal mit hier. Brav. Da müssen wir jetzt immer aufpassen, dass sie mitkommen. So. Ich habe jetzt nur die beiden. Das heißt, ich kann hier rumpfeifen, wie ich will. Das ist gut. Was machen denn meine beiden da oben? Hängen die noch draußen fest, oder wie? Naja, die kommen aber auch nicht von der Wand weg. Die mögen die Wand. Wo sind denn die anderen Jungs? Fehlen doch noch welche. Na ja, okay. Allzu viele Schnittverdorben in dem Kühlschrank. Im Anflug. Der Kühlschrank steht draußen, oder wie? Ne, tiefer drin? Stelle durch bist. Okay. Geh ich mal ein paar Meter weiter rein. Alles voller Tieren hier. Die alle mit? Aber aufpassen, nicht rechts reinfallen, ne? Rechts reinfallen? Ja, rechts kannst du reinfallen, deswegen links halten. Okay. Das kenne ich noch gar nicht mit dem Reinfallen. Mein Bett hatte ich hier auch stehen. Ich hier mal reinschauen. Das meinst du, ja. Wenn die gleich kommen, die werden stehen. Ah, da könnte man reinfallen. Ich gehe mal rechts rum. Ich bin noch nie links rum gegangen. Ich glaube, vielleicht kenne ich die Höhle so auch noch nicht. Vielleicht wurde wieder ein bisschen was geändert. Ich habe keine Ahnung. Aber das hier kenne ich wieder. Mal sehen. Ja, die kommen mit, die Morphodons. Die sind schlau. Ja, nicht ganz gut aus, oder? Oh. Wolfies. Okay. Ja, wir haben ja Wölfe hier, das ist ja sweet. Wir müssen nicht zu Fuß gehen. Das wäre auch keine gute Idee. Ja, wir haben... Das war alles machbar, aber auch bei dem Level spielen. Wir haben ein leicht erhöhtes Level, ne? Ist der da unten für mich hier? Ich muss gucken, ich weiß nicht genau, was besser ist. MZ. Ja, ja. Einer von denen, ja. Okay, dann nenne ich den erstmal um, oder? Der hat ja gar keinen Namen. Ne. So. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Könnte stimmen. So. Auf geht's. Mit Urchkatzel-Schwarf. Scheiße. Was macht ein Englerfisch hier drin? Ich habe ja noch nie Englerfische gesehen. Müsst ihr aufpassen, da drüben sind jede Menge Yetis und Direwolves. Ich glaube, mein Dimorphodon hängt. André, kann man da nicht irgendwo nachschauen, welche Gruppe die eingeteilt sind? Ja. Kannst du, wenn du ins Inventar gehst, hast du oben der zweite von rechts. Hast hier ist ein bisschen Gruppen. Eng. Ja. Aber wo sehe ich dann, welche Gruppe der ist? Na, du kannst links die Gruppen auswählen. Dann siehst du, in welcher Gruppe welches Tier drin ist. Ich glaube, es ist im Moment so eng hier, dass ich da gar nicht gescheit rauskomme. Du kannst doch oben auswählen zwischen deinem Inventar, den Endcomp-Holdens, dann kommt die Stammverwaltung und dann kommen die 10 Gruppen. Achso, dann haben wir die Team Groups. 1, 2, 3. 1. Da der zweite von rechts. Dann kannst du links deine ganzen Groups hochklicken und dann weißt du, in welcher Gruppe. Okay. Oh, das ist voll praktisch. Jo, kapiert. Danke.
Achso, und jeder Spieler hat seine eigenen Gruppen, ne? Das ist nicht irgendwie tribe-übergreifend. Nee. Muss jeder für sich einstellen. Das sind meine drei Tiere. Cool. Ich würde mal die ersten Unix anmachen, oder? Eine, da hängen noch Lifeguarden hinter der Wand, ne? Ich glaube, meine sind jetzt dabei. Was sind jetzt? So. Nee, nein, das eine hängt drin. Wow. Wie viele hast denn du dabei? Das sind aber mehr als zwei. Naja. Das ist das Hauptgeschwader. Die Lifeguard ist nur für die Nahe. Hast du die jetzt auf neutral? Ach ja, meine sind auf neutral, ja. Hudson ist noch einer hier. Von Hudson. Und von mir? Keine Ahnung, wo meiner ist. Hier Onyx kommen. Eieiei. Du, ich würde die Morphin uns fast hier lassen, weil die muss ich die ganze Zeit suchen. Nö, kannst du mitnehmen. Wenn sie verloren gehen, gehen sie verloren. Ja. Das sind noch 17 Ersatzei, aber. Okay, jetzt habe ich beide. Kommt mal mit raus jetzt. Geht doch. Ein Jump. Dann können wir jetzt loslegen. Mann, sind es viele. Kampfgeschwader. Ich brauche die Suppe im Moment noch gar nicht. Da hinten scheint kein Loot-Crate zu sein. Nicht. Was ist jetzt los? Wolfies! Oh oh. Hier drüben auch nicht. Yeti. Oh, Yeti sind gut. Yeti sind gefährlich. Ja. Das sind ziemlich viele Yetis. Ja. Wow. Oh oh. Die Kampfmusik ist cool. Haben wir alle? Ne, da vorne ist noch einer. Das ist ein Riesengewusel. Noch einer. Wow. Ja, ich bin runtergefallen. Der Wolf ist zu schnell. Ich spring dann mal darüber, wenn ihr da ankommt. So, okay. Wo ist meine Leibgarde schon wieder hin? Ach, egal. Spring! Ja, andere kann man die Onyx schon anschießen. Na, die sind schon unterwegs. Ja, das hat es. Bam! Was war das? Die sind ja ganz schön gefährlich hier. Eieiei. Ja, ist ja schon so ziemlich eine der gefährlichsten Höhlen überhaupt. Dank dir, Lovo. Das freut mich. Oh, ist aber viel los. Ei, ei, ei. Ich muss meinen Wolf erstmal recken. Er hat schon wieder Half-Life, ey. Was ist denn da im Wasser? Achso, das plätschert. Wir haben noch nicht mal ein Viertel des Weges. Ich hab auch Half. Hälfte HP. Zum Fleisch füttern, oder? Vielleicht nicht so, oder gut, so viel Fleisch wirst du nicht haben. Sollte nee. Nicht so aggressiv draufgehen. Na, ich warte ein bisschen hinten und ja, schieße. Ja, gut, aber die Yetis nehmen halt auch die Demobrons aus. Ja, das ist das Problem. Ja, gut, eigentlich muss halt einer mit der Spaß vor. Ja, dann mach ich das mal. Ja. Wir schnappen uns alle einen Sniper und stellen uns hinten. Wir spielen fast Vanilla Spike. Also wir haben ein paar Mods mit drauf, zum Beispiel diese Weapon-Mod. Aber im Prinzip spielen wir theoretisch Vanilla. Ja, ich glaube auch. Wir haben Friendly Fire deaktiviert, weil ansonsten würden wir hier alles von uns runterschießen, glaube ich. Level up. Ich könnte ja ein bisschen HP-Levels eigentlich. Was levelt ihr? Ja. Milli-Damage und HP. Bei den Wölfen, ja. Also im Moment bringt der HP wenig, weil sie nicht genug tränken werden. Ja. Das ist wohl wahr.
Ja, wollt ihr vorne runterspringen oder wollt ihr hinten lang laufen? Nee, wir laufen drum rum. Nope. Das ist ja schon recht schwierig. Ja, deswegen, weil bevor du nach unten ins Wasser plumpst. Ja, das da hinten hätten wir gar nicht alles aufräumen müssen, aber es war witzig. Ja gut, da war ein Loot. Ich meine, der hat einen Mini-Chest bis mit 110 Armor gebracht. Ist nicht so großartig, aber besser wie nichts. Wolf voraus. Na, ich wünsche dir gute Besserung, Schakal. Oh, da kommt Onyx von hinten. Ja, also, ich weiß nicht. Das braucht hier noch Gewürfe, das bringt nichts. Einer rennt jetzt mit der Spaß vor, sonst sind wir noch nicht alles tot, bis wir drin sind. Ja, ich bin jetzt schon vor. Das macht so keinen Sinn, wenn wir da drauf gehen, haben wir mit den Wölfen kein Life mehr, bis wir unten sind. Ja, das geht ziemlich schnell runter. Ich hab den Main voll zur Volle, oder will ich den jemand anders zur Volle nehmen? Ja, ich kann den auch nehmen, das ist egal, wer ist das Cave Princess. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich den erwischt hab. Wegen der ganzen Demos, jetzt hab ich. Na, ja, warte, dann setze ich mich mal auf das, die muss dem folgen. Ja. Hm. Jetzt wird's langsam spannend. Wenn er Probleme kriegt, dann gehen wir das drauf. Ist halt Vanilla, das heißt, die Dinos recken auch ganz langsam, die Wölfe. Ja, es wäre natürlich einfacher, wenn wir kein erhöhtes Dino-Level hätten, aber dann wäre es auch wieder zu langweilig. Das kann ja jeder, ne? Ich sehe nichts. Ich sehe nur noch Federn. Die Morphodon-Federn. Wow! Das war ein bisschen zu weit. Ich auch. Ich glaub, oh, die Morphodons. Muss nur noch schauen, dass dein Wolf nicht im Wasser bleibt. Ja, die Morphodons hängen ständig im Wasser. Fein Kontakt. Yeti. Das geht schon, also. Wenn das allen Rohren feuert, dann gehen die schon down, ne? Also die Advanced Weapon Mod ist gut. Die Morphodons sind noch im Wasser. Hat der Wolf wahrscheinlich auch. Wir müssen mal hier aus dem Wasser raus, ne? Ja, das ist an der Stelle ist das ein bisschen blöd. Ich lauf mal vorbei. Aber da vorne ist halt ein normaler Wolf. Mach mal den weg. Oh. Und ist down. Schauen wir hier aus. Und der Wolf ganz schön was los hier in der Höhle. So, jetzt müssen wir doch hier irgendwo. Aber oben müssen wir uns durchhacken. Achtung, Alpha Wolf. Ich seh nix. Alpha Wolf? Nee, der hat fast den Alpha Buff. Der hat den Buff halt. Okay. Ah, was greift denn hier an? Honig. Was passiert oder was? Ich bin halt unten. Ach. Guck, die Piranhas. Deutsch. Oh je. Oh, da sind noch mehr Wölfe da unten. Oder ist das unser Wolf? Wo ist der im Wasser? Irgendwas ist im Wasser, irgendein Wolf. Aber ich glaube, das ist nicht unsere. Die Demorphodons holen den. Dann warten wir jetzt kurz, oder? Kommst du einfach wieder reingerannt? Soll ich die auf Follow nehmen, oder was? Das ist unser Wolf, der da im Wasser ist. Oh, der muss raus. Ja, die Morphodons sind sowieso auf dem Wolf. Ja. Ja, André, soll ich versuchen, deine Sachen zu looten? Ja, der Wolf ist draußen. Der ist jetzt bei. Kannst du hier probieren, aber ansonsten kann ich jetzt gleich aufsperren. Das ist. Was haben die denn angegriffen? Die haben die Piranhas angegriffen. So ein bisschen verwirrt hier. Was für ein Durcheinander. Sollen wir dir entgegenkommen mit deinem Zeug, dass du nicht die ganzen HP verlierst? Ich schaff das schon irgendwie. Kommst du durch? Oh, wir sind doch schon wieder Onyx. Wo kommt die denn her? Warte mal, bleib mal vorne. Hab ich ja voll. Ich hab den noch abgepfiffen. Oh, Katze, Schwaff. Krieg ein bisschen Fleisch.
Ich habe noch kein Fleisch gefunden hier mit dem Wolf, also. Das hat sich alles irgendwie anders geholt. Ich sehe ja schon. Komm ich durch? Ja, ich bin gerade am überlegen, wie wir da drunter gekommen sind. Nee, warte mal, bleib mal da, wo du bist, ich komm zu dir. Bist du vorne an der Kante? Oh. Das ging da, das war nicht gut. Medical Cruise. Ja, wo bist du? Da habe ich keine dabei. Ja, ich könnte welche einen Wolf machen. Toll, ich bin 6 hochgelaufen. Die recken 50 HP oder so, oder wie war das? Die Bruce? Deine Sachen habe ich an drin. Okay. Also es bringt nichts, die Bruce auf die Wölfe anzuwenden, oder? Nee, das geht nicht. Ach, das geht gar nicht mehr, genau, das wurde ja irgendwann geändert. Also Suppen und so kann man nicht auf Tiere anwenden, ne? So, hast du André jetzt gelootet oder müssen wir da noch hin? Nee, ich hab alles. Okay. Okay. Ach, da werden jetzt immer die Steam-Namen angezeigt und die normalen Namen, ne? Also die In-Game-Namen. Kann man aber ausschalten. Steam-Namen habe ich dir aktiviert. Das nervt. In Optionen kann man es ausschalten. Ja. Sind es immer so viele Namen, ne? Ja, habe ich dir gegeben. Muss ich erst wieder suchen. Aber nie genug. Ist egal, ich hab noch was. Ich hab dir im Wolf noch was drin. Ja. Ich glaube, das suche ich mal wann anders. Gut. Schlag den her. Warte mal, ich muss mal mehr suchen. Wo steht das denn? Und, sitzt du da mal auf deinen Wolf? Ich laufe jetzt mal ein Stück vor und guck mal. Die voll. Ja. Soll ich mit? Wahrscheinlich eins von den Dingern. Die zwei Leibgarden in den ganzen Schriften da, was sehe ich die nicht? Ich nehme ich vorhin mal ab. Ja, die hier unten vorne liegt eine. Es wird so viel geändert an ARK zur Zeit, das ist echt heftig. Ich habe auch keine Ahnung, wo meine sind, wenn ich ehrlich bin. Ich habe meine schon verloren, wie es aussieht. Ja. Alles halb so wild. Einer ist ja, glaube ich, schon gestorben. Kann ich mal im Log schauen? Irgendwas ist mal gestorben. So. Hast du eine Multi-Ex dabei? Weil ich habe meine mal wieder ausgepackt. Ja, das ist doch eine Leibgarde M4 rum. Wo? An dem Aufgang nach den Eisschollen. Na, egal, die nehme ich später mit. Krieg ich die Schaden? Nö, die sitzt da und chillt. Die M3er? Was für eine Liste auswerfen? Die M3er sind noch nicht gestorben, also irgendwo leben die noch. Ich laufe jetzt mal kurz vor mit der Schrotflinte. Wir müssen irgendwie ein bisschen Druck machen, weil sonst haben wir bald respawn, oder? Ja, das Problem kriegen wir sowieso, weil wir wissen ja auch innen drinne weiter, ob die Artefakte waren. Ja. Holst du deinen Wolf oder soll ich den mitnehmen? Ne, lass mal stehen, ich komm nochmal zurück, ich muss mal den Weg abchecken. Was? Okay, den ersten Wolf sehe ich, der kommt doch schon. Schau. Warte. Dann laufen wir hinterher und helfen. Also, wir können durch und müssen danach rechts abbiegen. Vorsicht, da kommt die ET. Wollen wir die Wölfe dann hier lassen oder was? Nee, die müssen wir schon mitnehmen. Aber wir müssen gucken, weil wir mit 5 Leuten und so vielen Viechern, das ist ein bisschen unkoordiniert. Also wir können jetzt vor und dann da, wo der See kommt, rechts abbiegen. Keinesfalls in das Wasser springen, da komme ich nicht mehr raus mit dem Tier. Hm. Ziemlich spannend hier. Oh, da kommt irgendwas, ne? Hinter uns? Ja, ja. Boah. Hey. Geht es da vorne oder muss man freischießen? Ich bis jetzt habe ich noch keine Viecher gesehen. Ich laufe mal wieder ein Stück vor und guck. Wo kommen die ganzen XP her hier schon wieder? Okay, bis in die große Halle kann man durchlaufen. Viecher kommen aber die Rampe hoch. Oh, Katze Schwa freut sich. Was ist denn hier los? Also mit Friendly Fire wäre das nichts. Ich glaube, mit Friendly Fire ist an, ne? Ja. Ist jetzt doch an. Der ist eigentlich deaktiviert. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Oh, nix. Ja, aber hast du halt gerade einen unserer Dinger so lange aufgebaut? Ja. Naja, da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ja gut, ist halt die Frage, ob die Military Weapons Mod sich vielleicht von der Einstellung nicht beeinflussen lässt. Da ist ein Yeti da unten. Wirklich, ja. Aber wenn ich noch einiges an Demos wieder verlieren, dann sind einige da ziemlich gut. Ja gut, dann laufe ich jetzt kurz vor. Und noch einer. Ab
Achtung noch mal. Ja, man trifft die eigenen, glaube ich, ne? Ja, na gut, das konnte ich ja schlecht wissen. Ich dachte, das funktioniert. Soll vorsichtiger sein. Müssen wir mal abchecken, ob die Military Weapons eventuell der Grund ist. Glaube ich aber nicht. Also Friendly Fire müsste ja schon funktionieren, ne? Theoretisch. Eben theoretisch. Oder hat die Einstellung nicht übernommen? Da muss man mal überprüfen. Also ich glaube, mit der Military Weapons Ward wären wir ja auch zu Fuß durchgekommen, oder? Das hast du. Ja, das Problem ist, wenn wir die Onyx einmal die Rüstung geschrottet haben, dann sieh ich echt alt aus. Das stimmt. Bisschen Wolf. Ja, danke. So, bitte. Ja, PvP in Ark ist immer so eine Sache. Ich weiß halt nicht. Also mir macht das nicht so wirklich viel Spaß, Sachen aufzubauen, die dann direkt wieder zerstört werden. Ark ist halt immer so eine... Bleib mal stehen. Das dauert halt ziemlich lang, hier irgendwas Achtung, da oben ist halt aufzubauen. Ja, ich weiß. Ich laufe aber jetzt zu dem hin, dass ich nicht wieder Demo verschieße. Ja, das geht ja easy, also. Muss ja mal mit Vanilla-Waffen reingehen. Da schaffst du den nicht mal im normalen Levelbereich. Dann würde ich aber auch bei Dino Level 120 bzw. 150 bleiben. Da kriegst du die nicht so leicht down. Weil sonst ist das mit Level 600 irgendwas kaum zu machen. Gut, die Waffen sind halt dann besser. Also du findest dann wieder besseren Loot, ne? Ja, wir gehen jetzt... Ich weiß gar nicht mehr. Gleich mal, wo wir lang müssen. Randsicherung durch den Bogen sehe ich gerade. Ja. Links irgendwo, ja, ne? Ja. Denken wir mal in die Bogen, wenn da nichts Gescheites. Was heißt nichts Gescheites? Fertige Feldschuhe, Mastercraft. Okay. Das ist gut. Meine sind kaputt. Jo, kannst du gerne haben. Ja, das hier ist Vanilla mit der Weapon Mod, also der Military Weapons. Wir sind jetzt hinten dran. Ja. Ich sehe nur nicht, wo ihr gerade seid. Und wir haben halt noch jede Menge Style-Mods mit drauf. Was hat er nur Schuhe? Ne, ich brauch bloß die Schuhe. Weil ich habe auch noch Brustpanzer und so dabei sonst. Im Mixer, im Wolf ist doch dein Bogen. Mein Revolver nachladen eigentlich. Ja, danke. Ja, bitte. Also das M4 kann man halt super schnell nachladen. Das dauert irgendwie 1,5 Sekunden oder so. Ne? Ich glaube, das ist ein Magazin. Da oben waren, glaube ich, noch Onyx unterwegs. Ne? Ja. Ich habe nicht mehr viel Munition. Da kann dir noch was geben, wenn es nicht reicht. Hast du den Bolt? Noch ein paar Schüsse. Oh, danke. Jetzt siehst du was da drüber? Oder ist da ja, da sauber? Ist nichts hinten dran eigentlich. Zumindest habe ich nichts gesehen. Okay, ich baue ab. Nee, sieht nicht so aus. Bo und Luna. Kann ich auch machen, dann bin ich aber sofort überladen. Gut, das kannst du gleich wieder rauswerfen. Ja. Jo, lass mich aufsteigen. Ah, da vorne sind Onyx. Die Wölfe jaulen. Na, warte. Ja, dann lass ich die mal dran. Sind nur Onyx hin. Haha, staying alive. Ja, und die Ergänzung nehme ich auch noch welche. Oh. Und XE. Gib mir die. Die haben keine Chance. Nee. Zerlegt. Wach, Katze, Schworf war siegreich. Oh, Yetis. Hast du sie mit der Spaß um? Oh, oh, da ist noch einer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die haben noch nicht in die Rüstung laufen. Eieiei. Tot. Wer ist tot? Der Yeti. Ah, ich dachte schon du. Nö, nö, alles gut. Ah, roter Loot Crate und Wölfe. Achtung, langsam wird's kalt, ne? Jetzt habe ich zwei Level-Up-Anzeigen hier. Also langsam wird es ein bisschen viel. Oh, ich glaube, ich habe jetzt den Top-Level-Wolf. Was ist denn da los?
Wow. Oh, komm aus der Decke. Jetzt schon Action. Da ist noch ein Wolf. Er ist weggehauen gerade. Okay. Ist fehl. Jetzt haben wir die Spaß hat auf einer neuen Nachladeanimation, ne? Oh, Piranhas, ja. Vorsicht, Dev. Ja, dann immer gleich das ganze Magazin reingesteckt. So viel Munition habe ich nicht dabei. Raketenwerfer mit, naja gut, dann hätten wir das mit dem Friendly Fire schneller gewusst. Ja, dann hätten wir schon ein paar Tote gehabt mit dem Raketenwerfer. Wahrscheinlich der ganze Schwarm dann. Irgendwo nix oder was? Ne, die sind auf die Piranhas gegangen. Stell dich drunter. Crazy. Ne, ne, bei mir war noch jeder mal. Ja. Wo in dem Gebusen steht eigentlich mein Wolf? T-Nix. Oh Mann, und jetzt alles drin, erdüberragt. Ja, mit den Loots in der Höhle haben wir bisher kein großes Glück. Die sind allgemein ziemlich mies. Mhm. Ja, die sollten eigentlich gut sein. Verballert. Können wir höchstens noch gucken, ob hinten unter Wasser der Loot da ist. Ja, das ist ja, da müssen wir, weil ich hab gesagt, kaum noch Köpfchen hoch. Jo. Ja, wir müssen mal gucken, das sind jede Menge. Oh, Yeti sind hinter uns. Oh. Au, au, au. Oh, mein armer Wolf. Okay, der Leitschutz ist down. Wenn die da runterfallen, sind wir sie eh los. Aber die Morph von uns wollen sie. Ja, ich weiß nicht, die was wollen, ehrlich gesagt. Die sind schon mordsgefährlich. Ja, die machen halt einen Schaden. Jetzt gehen sie alle down. Wow. Ja, wir sind an dem Punkt, die muss halt einen Haufen Schaden haben. Ja, der Wolf auch, also viel geht nicht mehr. Ne, ich hab noch eine Zacke. Ansonsten, setzt sich jemand auf Prince Escape, die ist noch voll mit Life, also drei Viertel. Ne, die hat noch voll Life. Fast nur noch. Ja, wir schon gehen mit die hat noch 7000 AP. Oh. Yeti. Man kann halt echt nicht schießen mit so vielen Tieren. Ja, deswegen sage ich ja, es soll da nicht immer alle kurz vorgehen und in die Lage fallen. Wenn wir immer alle reinrennen, dann ist es leicht, bin ich. Ja. Aber wir haben es ja jetzt geschafft. Jo, das sind wir dort. Jo, guck mal, aber ich glaube, es ist nichts mehr da, oder? Da unten sind noch Piranhas. Und ein Wolf ist da unten auch noch. Das ist halt der Nachteil mit den ganzen grünen Schriften, das sieht man nicht so gut. Nee. So, nehmen wir mal das Artefakt dann. Wo ist nochmal los gewesen? Hey, lol, spawn ist es instant lag? Ja, die ersten zwei Mal ja, aber jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir warten. Manchmal tut's das, manchmal nicht. Oder ist es immer so? Das ist in letzter Zeit bei allen, die wir geholt haben, ist es einmal direkt wie spawnen, und ab dann dauert's. Okay. Warum weiß ich aber auch nicht. Ja, hier oben ist aber wieder wärmer. Ja, genau minus 30 Grad, was ist bei dir da? Der Eisplatz ist weg. Also meine die Moffat uns leben noch. Ich habe noch die Anzeige. Jetzt habe ich gar keinen Eiswürfel mehr. Also gar nichts. Achso, wenn man die Tiere in Gruppen einteilt und dann hier H drückt, dann sieht man die auf große Entfernung trotzdem, oder wie? Ja. So wird dir auch unten über deine Schnellleiste angezeigt, welche Gruppe du gerade aktiv hast. Ja. Mit H. Ich glaube, du hast die mit in deine Gruppe gepackt, deswegen waren die weg. Ja, die leben alle noch, die sind sogar dabei hier. Leibgarde M3. Hier sind ja die Viecher raus. Ja, also der Revolver ist schon deutlich schwächer als die anderen Waffen. Der Revolver macht halt 137 und das M4 macht 315. Ja, wir packen jetzt die ganzen Artefakte ein. Ihr braucht die bestimmt, ne? Ja. Das ist ein Riesenaufwand, hier reinzugehen im Vanilla. Im Halb-Vanilla. Halb-Vanilla. Du, heb dir mal deine Munition auf. Wir müssen ja auch noch raus. Ich wollte auch mal gucken hier. Du hast doch keinen Schuss abgefeuert. Du bist ja sparsam.
Mach dir keine Sorgen, den Respawn haben wir sowieso. Wenn du ballern willst, komm ich noch dazu. Meinst du, ich brauch die, wenn der Wolf tot ist, oder? Also, ein bisschen kalt ist mir jetzt auch. Müssen wir noch einiges platt machen auf dem Weg raus. Ja. Aber bei den Ressourcen, die du brauchst, um hier reinzukommen, ist natürlich sinnvoll, man nimmt die Artefakte dann noch mit. Kann sein, dass wir wieder aus der Range laufen müssen? Normalerweise nicht. Sonst dürfte es ja das zweite Mal, wenn du eins genommen hast, auch nicht nachspawnen. Ja. Das haben André und ich in der einen Höhle neulich schon. Welcher haben wir denn da? Im Sumpf irgendwo, ne? Ja. Und ein paar Mal, ach ja, die in dem Stein graben, ganz südlich unten. Jo, da ist irgendwas los davon. Das ist das Gleiche, du kannst das Artefakt zweimal nehmen und danach braucht es immer ein paar Minuten, bis es wieder respawnt. Das ist aber relativ wurscht, ob du daneben stehst. Ja, es dauert aber nicht so lange, ne? Nö, aber bis wir jetzt natürlich noch drei haben. Sag mal, hängt ein Wolf da unten? Ja. Macht er da unten? Wo? Ja, der ist unten bei den Piranhas, die ich gerade beschossen habe. Macht der auf neutral. Wo ist denn auch Katzelschwaff? Der ist aufgetaucht. Der ist auch da unten, hat er die irgendwie auf Follow gepfiffen. Ich hab den gerade auf Follow, damit ich ihn rauskriege. Und der steht direkt auf den Piranhas drauf. Ach Katzelschwaff, was machst du? Stand der auf neutral oder warum ist der da runtergezogen? Nö, ich hab nichts gepfiffen, sagen wir mal so. Darf ich jetzt schießen? Ich sehe überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht, welcher Wolf das ist. Der ist ein Zingel von Viechern. Wie, du siehst es nicht. Also der schwebt da in der Luft, aber ich sehe den Namen nicht, die, oder so. Das sind die Piranhas unten drunter. Ja. Wir müssen jetzt die ganzen Piranhas wegmachen, damit wir den da rausholen können, oder wie? Ja, aber der Wolf schon. Wir tun dem auf jeden Fall nichts, das ist ja ganz nett. Du stellst den Mobber mal etwas. Ja, ich krieg schon Schaden. Danach habe ich aber keine Munition mehr. Da alle tot sind, will ich einen Teddy nachwarten. Zum Glück nimmt er keinen Schaden, der Wolf. Versuchst du aufzusteigen? Ich kann ja auch mal versuchen aufzusteigen, das ist echt eine coole Idee. Alter Hudson, was hast du denn da für eine Kanone? Ach, kleines Leid. Oh. Ja, aber das hat funktioniert. Gut. Man müsste es nachbrechen, weil ich habe noch voll gesagt. Okay. Ja, der steht auf neutral, der ist runtergegangen. Du, geh mal von neutral runter, du. Kollege. Behavior. Passive. Aber die haben uns ja nicht angegriffen, dann kann er eigentlich nicht runtergegangen sein. Ist irgendwie mit Follow runter, oder? Ich glaube Nacht. So, eins noch, oder? Wie viele Artefakte brauchen wir noch? Wer hat noch keins? Ja, sind das überhaupt schon? Ich hab das noch nicht. Ich auch nicht. Das dauert ja ewig. Das ging aber mal schneller. Also, müssen wir können ja mal rauslaufen, aber auch deswegen schneller respawnen. Das hat das letzte Mal schon recht lang gedauert. Naja. Na gut, warten wir halt ein bisschen. Ist halt so. Neiches eigentlich. Aber ich verstehe auch, wenn ihr es anders aussprecht. Ist kein Stress. Oh, jetzt wird es langsam kühl. Ja, Rüstung ist noch heil. Doch mal so ein Süppchen essen. Ja, sieht ja so aus, als wären wir noch länger hier drin. Wenn es so lange dauert, dann haben wir komplett einen Respawn. Das wird richtig spannend, hier wieder rauszukommen. Da war ja, ich das gespannt. Halt noch mal. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch schaffen. So viel Munition habe ich nicht mehr, da müssen die Wölfe ran. Ja, ich habe noch Munition. Ich denke, wir sollten dann ein bisschen zu Fuß gehen und die Tiere einfach
mitnehmen, oder? Sonst sind die alle tot, bis wir rauskommen. Ganz schön fies. Ja, ich höre da was, aber ich sehe ihn nicht. Ah, doch, der ist da, das ist ein blauer. Lohnt sich ja gar nicht. Ach, ein Blueprint für einen Revolver in grün. Also die Höhle ist schon ziemlich cool. Ist halt auch mordsgefährlich. Also komplett Vanilla hier. Die Höhle ist super zäh, ne? Das ist das hier noch absolut harmlos. Na, dann lass uns nochmal in die große Halle zurücklaufen. Vielleicht riecht es uns ja dann besser. Jetzt stehen die Wölfe im Weg, oder was? Für den Spawn? Normal sollte es nicht, aber wir können es ja mal probieren. Schade, ja. Vielleicht haben sie einfach die Zeit erhöht, aber das ist ja eigentlich Blödsinn, weil wenn man mit zu mehreren reingeht, hier so lange zu warten. In der Player haben sie es auf 30 Minuten gesetzt, aber auf Servern eigentlich nicht. 30 Minuten, alles klar. Ja, das ist natürlich, wenn du schnell zweimal hin und her rennen willst, ist dann scheiße. Mhm. Aber der Schwierigkeitsgrad hat, was das alles angeht, allgemein ziemlich angezogen. Ja. Ich finde es aber eigentlich ganz okay. Der Orchkatz, der Schwab. Was liegen hier für Taschen rum? Geleitschutz. Oh, Geleitschutz hat's erwischt. Hast du noch Fleisch? Oh, den hab ich schon geplündert. Ja, Fleisch habe ich auch nicht wirklich viel. Du hast schon wieder ein Loot gefunden. Nee. Was leuchtet denn da so? Ach, das war einfach der Boden. Alles leer. Schon gut aufgeräumt. Kommt man eigentlich hier unten wieder raus, wenn man da reinfällt? Ja, hier ja, gut, man kann davon raus. Ist ein ganzes Stück. Das langgezogene Wasserloch, das ist gefährlich. Und das andere, wo ein Stück weiter am Anfang war, da kommst du ohne Grappling Hook nicht mehr raus. Und mit dem Tier gar nicht. Dubs, dubs. Oh, du hast Kratzer an der Nase. Das sah schon mal schlimmer aus. Ja, sieht so aus, als müssten wir ein bisschen warten. Ist ja doof. Da haben sie einfach den Timer hochgesetzt. Aber hatte die Sniper nicht früher mal 12 Schuss Magazin? 8, oder? Nee, 10. 10? Waren das immer 10? Okay. Wer bietet mehr? Die Autosniper hat 10 Schuss. Ne, die besondere hier aus dem Mod, oder? Ja, ja, die M82. Ja, wollen wir so lange warten, bis die alles nachspawnen? 2 haben wir jetzt, ne? Ja, jetzt ist eins da. Jetzt ist eins, ja. Ich glaube, es dauert ungefähr eine Minute oder so. Was dauert eine Minute? Bis das Ding wieder da ist, aber das kommt einem halt vor wie eine Ewigkeit, ne? Das nee, war also schon länger wie eine Minute. Das waren ja mehr als 5 Minuten. Das war ewig. Was jemand braucht, die Rohstoffe für Schlafsäcke sind in Cave Princess. Jo, ich habe auch welche dabei. Einen Schlafsack reinlegen? Und die Rohstoffe kannst du ja herstellen. Okay. Ja. Für Notfall. Da muss man ein paar Schlafsäcke her. Gib wieder XP. Jetzt erstmal lernen. Sleeping Bags. Aber mach nicht so viele, weil sonst ist dein Wolf überladen. Ja, das kenne ich schon. Der ist sowieso schon. Also ich bin überladen, mein Wolf ist nicht so schnell überladen. Kann man die hier überhaupt platzieren? Ja, ja. Die zählen ja sowieso nicht als Struktur. Ja, aber in den Höhlen konnte man teilweise überhaupt nichts platzieren. Schlafsäcke gehen. Also hier geht's ja. Ja, es muss ja gehen. Sonst wäre dieses Zwischentor mit den Wölfen auch nicht gegangen. Ich muss mal 2 Minuten ab, ja. Alles klar. Oh. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch so eingestellt, dass es erlaubt ist. Kann man ja auch einen Haken setzen erst bei der neuen Einstellung. Insekten überspawnen? Also es gibt hier die Sumpfhöhle, da gibt es ziemlich viele Insekten, ne? Aber Überspawn gibt es auf The Island eigentlich überhaupt nicht. Gibt es nur auf Modded Karten, also.
Oder offiziellen Modded-Karten. Das Center Map gibt so ein paar Höhlen, wo man hin und wieder Überspawn hat, ne? Wie viele Artefakte wollen wir denn jetzt noch abwarten? Wie viele fehlen denn noch? Also mir fehlt noch. Auch. Hm. Ich glaube, es war bloß zweimal da, ne? Das direkt hintereinander. Es war am Anfang zweimal da und jetzt noch einmal. Das sind drei Artefakte, also brauchen wir noch zwei. Das ist ja blöd, dass sie das hochgesetzt haben. Keine Ahnung, was das soll. Jetzt haben wir uns extra hier reingekämpft und jetzt haben sie das hochgesetzt und es gibt keine Artefakte. Ist ja doof. Vielleicht wollen sie, dass wir den Respawn abwarten. Der ist eh schon da. Ja. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Daher können wir jetzt auch noch dann kurz warten und die Artefakte mitnehmen. Nur hier so lange in der Höhle rumstehen. Ja, es gibt Schlimmeres. Temperatur ist ja immer gleich hier, ne? Ändert sich nicht. Immer minus 30. Minus 30 Grad bei mir. Ja. Hier schaffen wir danach noch die Sumpfhöhle oder was machen wir? Und wenn wir jetzt so lange warten müssen, dann muss es nicht mal schaffen. Ja, das ist. Nehmen wir noch eins mit und dann gehen wir, oder? Ja, aber ewig. Ich glaube, selbst dann schaffen wir das nicht mehr, weil es ist ja schon 9:30. Dann gehen wir noch zu. Aber wir könnten noch einen Bosskampf machen. Ein Bossfight? Gegen so einen Vanilla-Boss? Ja, eine Spinne. Das geht ja relativ zügig. Und wir müssen auch noch ins Wirtshaus. Der nächste Obelisk bei euch? Der blaue. Ist der blaue? Auf dem Eisberg. Ach so. Ja, es ist ja nicht allzu weit, ne? Nee, die Dinos stehen ja schon alle oben, wir müssen nur hinfliegen. Ja, können wir ja machen. Dann machen wir das noch schnell. Ja, dann wird es aber eher 2 statt 22. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Mit Bierchen und allem. Ja, also wir müssen hier erstmal wieder raus, ne? Schauen wir mal, wie lange wir noch brauchen. Ein Artefakt noch mitnehmen, oder wie? Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Das dauert ja 5 bis 10 Minuten mit den Artefakten. Ja, das ist doof gemacht. Das hat ja ursprünglich mal eine Minute gedauert. Nimmt der Chef noch eins mit. Wir reden schon wieder über Essen hier. Gut, wir müssen sowieso noch so lange warten, bis Hudson wieder da ist. Der ist ja kurz aufgegangen. Schakal. Ja, wir warten jetzt noch auf den letzten, auf das letzte Artefakt oder das vorletzte. Dann gehen wir einfach wieder raus. Das dauert zu lang hier. Stehen wir schon so lange in der Höhle rum. Könnte auch sein, dass ich das bei jedem Mal vielleicht verdoppelt. Dass es jetzt 20 Minuten dauert, bis das nächste Artefakt hier spawnt. Ich muss sagen, es ist ja vorhin 5, also dass es jetzt 10 Minuten dauert. Ich weiß es aber ja nicht, wenn nur so eine Vermutung. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich blöde Neuerung. Muss man hier rumstehen und warten. Gut, wenn man zu wenig Suppen dabei hat oder so, dann wird es wieder spannender, ne? Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Wasser. Zu viel rumgelaufen. Wasser gibt es zum Glück genug. Da ran? Nö. Oh. Hilfe! Das ist nicht gut. Oh, Piranhas. Da sind noch Piranhas drin. Gib mir mal Wasser. Okay. Gab's noch ein Artefakt in der Zwischenzeit? Noch nicht. Immer noch nicht. Ja, das dauert unendlich lange hier. Ich hätte gesagt, wenn das nächste da ist, dann gehen wir und pfeifen noch bis 5 dort. Ja, ja, haben wir schon gesagt. Ja, sonst dauert es zu lang. Jetzt habe ich noch 2 Magazine fürs M4, 1,5 und 2 Magazine für einen Revolver. Hat da jemand Angst, dass ihm die Muni ausgeht? Ja, ich würde mich fast zu Fuß rauskämpfen, damit die Wölfe nicht sterben, oder? Na, du kannst von mir aus dem Wolf nochmal knappe 100 Schuss nehmen. Noch ein Magazin. Problem ist, dass die Wölfe eben auch abstürzen können. Ja, also man sollte sie auf passiv stellen, auf jeden Fall, ne? Wie sehen denn die HPs von den Wölfen aus? Mal gucken. Also meiner ist fast voll. Boah, Katze, ja, schwach. Ist halb voll. Die recken halt sehr, sehr langsam. Und? Immer noch nichts los hier.
Ist ja ganz nett hier drin, aber wieso sie das so drastisch erhöht haben, die Wartezeit, verstehe ich jetzt nicht. Na, wahrscheinlich, damit die Tiere in Ruhe recken können. Eieiei. Ja, Balancing-Maßnahmen. Aber da hätten sie auf Public-Servern andere Probleme, um die sie sich kümmern müssten. Ja. Wenn du es geschafft hast, hier reinzukommen, dann können sie dir doch die Artefakte geben und müssen sich da nicht eine halbe Stunde warten lassen. Komisch. Gut, sie verhindern halt so, dass allzu große Tribes die Artefakte farmen und entsprechend Element farmen können und all den Scheiß. Aber wie gesagt, das Spiel hat im offiziellen Bereich ganz andere Probleme. Hm. Das ist halt PvP, ne? Deswegen spielen wir kein PvP. Dafür haben sie ja die Ressourcen-Spawns in den Höhlen stark erhöht, dass du hier auch was mitnehmen kannst in der Zeit. Ja, wenn du ein Tier hast mit genug Welt, in der Wartezeit kriegst du in diese Höhle hier keine Tiere rein. So ein paar Rhinos mit reinnehmen. Ja. Und dann brauchst du die Morvedons mit 1000 Gewicht. Ja. Viel Spaß beim Züchten, sage ich dann nur. Ja, Mann. Ja, also das ist im Offi-Bereich, ist das. Ich glaube, dann ist das nicht die richtige Höhle, um zu farmen. Nee, also mit Vanilla hier, mit Vanilla-Sachen hier reinzugehen, das lohnt sich einfach nicht. Das ist ja so ein Aufwand an Ressourcen. Wenn du wenigstens hergehen könntest und könntest die Wölfe drin züchten, wie wir hier, aber das erfordert ja die Möglichkeit, in der Höhle auch zu bauen. Und das geht auf den offiziellen Servern, glaube ich, auch nicht, ne? Nee, normal nicht. Ich meine, du kannst das Wolfsbaby, das haben wir auch unter der Engstelle einfach durchgepfiffen, aber wie willst du es am anderen Ende großziehen, im Open-Office-Server, wo du eine Schutzzone einrichten kannst und nichts? Mhm. Das wird ziemlich heikel sein. Dann kommt noch irgendein anderer Tribe vorbei, der dich nicht mag, und dann ist es so Feierabend. Du hast noch Artefakt, oder? Ja. Hat jemand noch keinen Artefakt? Ich habe noch keins. Dann haben jetzt alle eins, bis auf mich, oder wie? Wie viele Artefakte haben wir jetzt überhaupt? Zwei oder drei? Nightjus, nimmst du das mal bitte von mir? Artifact of the Strong. Ja, uns fehlen jetzt noch zwei, oder? Ja. Ja, aber so lange warten wir nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch spawnt. Das müsste ja schon gespawnt sein. Ich habe mal im letzten Stream erwähnt, wo die Patchnotes rauskamen, dass das irgendwie 15, 20 Minuten, dass sich der Timer immer wieder verlängert. Okay. Ich wüsste. Also ich habe nur bei dem Singleplayer-Ding gelesen. Aber du kannst ja im Moment bei den vielen Updates auch auf nichts länger wie 2 Tage gehen. Hm. Ja, sonst gehen wir halt jetzt raus. Also das dauert ja ewig. Werden wir müssen. Ja, 2 Minuten müsst ihr noch warten. Ja, komm, gehen wir mal ein bisschen aufräumen. Schon wieder den Ausgang aufräumen. Wahrscheinlich eh respawnen. André, wieso kannst du nackt kommen? Warte mal. Haben sie dich zerlegt? Nö. Lohnt sich nicht so. Lohnt sich nicht so weg. So. Ist wieder da. Deswegen wollte ich das Artefakt abgeben. Schlafsack. Warum nehme ich das mit? Oder wie? Gut, ja, dann gehen wir jetzt. Ja. Ist eingesammelt, ne? Ich laufe schon mal ein Stück vor und guck, wo der Respawn anfängt. Das ist auch eine Möglichkeit. Einmal sterben. Ja, der ist ja gar nicht mal so schlimm, der Respawn, wie es aussieht. Ja, nee. Der kommt, aber wir kommen. Ah ja, ab hier. Okay, ich sehe den ersten Wolf. Wölfe, bitte. Ja, Wölfe. Hm, ich sehe schon, wie du sie wieder alle meuchelst. Ja, wenn wir direkt rausgehen, dann haben wir nicht allzu viele auf dem Weg, ne? Ja, man kann stellenweise auch durchrennen, müssen wir gucken. Ich habe noch kein Level up. Level 355, also die Wölfe leveln ganz gut hier drin. Lohnt sich. Ist auch noch ganz frisch. Ja. Yetis. Hier so ohne die Morphodons kann man vielleicht ein bisschen schießen, ohne irgendwen zu treffen. Warum flüchtet der eigentlich? Keine Ahnung, was mit dem verkehrt ist. Angst vor dir. Sehr schräg. Gerade Onyx gehört hier, oder? Onyx. Also die Höhle ist schon mordspannend. Das ist halt
Die ist nochmal eine ganze Ecke schwerer als die Sumpfhöhle, ne? Jo, ist, ich glaube, die schwerste Überwasserhöhle. Habt ihr es eigentlich ausprobiert, in die Sumpfhöhle mit Kröten reinzukommen? Bleib Gottes 2 dabei. Ich. War noch an der Wand hängen geblieben. Okay. Ja. Kannst du ihn pfeifen? S, stehst du bereit? Läuft. Und hier unten? Also viel ist da nicht unterwegs, ne? Sieht gut aus. Hier uns den Tag nicht von dem Abend loben. Ach, hier ist noch. Ach ja, das ist noch besser. Wir müssen ein bisschen auf André warten, dass der die Moffat uns da durchlotst, oder? Jo. Ja. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht verlaufe. Ja, ne. Du hast nicht so viele Optionen dafür. Die Werfer sind zu schnell. Springt zu weit. Englerfisch. Ich glaube nicht, dass ich hier. Ich bleib gerade von dir abgepfiffen. Naja. Oh, dann pfeifen wir vorne. Der habe ich ja schon. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier Englerfisch drin gesehen zu haben bis jetzt. Das ist ganz neu. Oh, hier ist ein Yeti in der Wand. Und Wölfe. Alter, what the hell? Mhm. Ja. Die ich halt immer noch so halber in der Wand spawnen als. Also im Singleplayer dauert es 30 Minuten, ja, das wussten wir, aber. Im Multiplayer wussten wir noch nichts von, dass es geändert wurde, ne? Mhm. Wolf! Tschüss, Wolf! Runtergeschubst. Stimmt mit den Yetis nicht, die schlagen gar nicht mehr zu. Ich find's gut. Stau, Wolfstau. Erstmal hier ein Olli. Riesen Wolf-Karambolage hier. Ja, die Höhle ist auch gut zum Verlaufen, das stimmt. Die Yetis haben jetzt eine an der Waffe. die Moffat uns meint's ernst. Crazy. Wir haben jetzt nicht so viele verloren, ne? Das ist eigentlich schon cool. 4, oder? Ich habe noch nicht nachgeschaut. Achso, hier müssen wir gar nicht aufräumen. Das wollen die Morphod uns nur immer. Die lassen nichts stehen. Ja, das ist noch der Loot. Den können wir uns halt noch holen, ne? Ist einer da? Ja. So ein gelber steht hier. Ja, dann schauen wir rein. Ein Sattel. Zwiebelzahn. Journeyman. Warum kein rechts? Zwiebelzahn ist auch gut. Oh, Französisch ja, ist auch. Das, was wir brauchen. Französisch ist eine der schwersten Sprachen, ne? Vielleicht nicht so schwer wie Chinesisch, aber schon krass. So. Ist aber auch eine schöne Sprache. Wenn man sie dann so ein bisschen kann. Ich muss nochmal hinten am Wasserfall gucken. Ja, aber da haben wir dann Action, ne? Nach Loot suchen? Was ist denn mit den Wölfen los? Die haben so einen Grafikbug. Nö, nee, hinterm Wasserfall ist nichts. Ja, außer Viechern ohne Ende. Ja. Du bist jetzt nochmal ganz da hinten rein. Eieiei. Hilfe! Die Morphodon-Flotte.
Na gut, Mission erfüllt, ne? Einmal rein und wieder raus. Ja, das war ja Damage. Ich lasse euch mal ein paar Punkte auf dem Wolf, die könnt ihr dann verteilen, wie ihr. Was levelt ihr? Bis 7000 HP? Ja, also ich habe jetzt 7000 gegeben. Ja, ja. Ja, cool. Geht auf jeden Fall ganz gut mit den Wölfen. Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass die sich da so gut schlagen. Artefakte nehmen wir mit in die Base, ne? Auch die Dimorphodons, wow. Die haben sich gut geschlagen. Respekt. Ja, die Wölfe parken wir alle hier drin, oder? Also eine von meinen Leibgarden habe ich verloren, aber ich weiß nicht, ob ich die nur verloren habe oder ob die tot ist. Ja, also das ist halt ein Teil, also hier ist ein 1er und ein 2er ist auf voller bei der Gruppe und sind durcheinander gerade. Also meine leben beide noch, das ist schon mal gut. Hier ist noch einer. Nur meine auch feuchten Tiere. So, 2-2er habe ich. Meine sind wieder dabei. Wer? Ja? Einer hängt irgendwo oder so. Ich habe gerade M2, zweite W2, habe ich den nach da oben. Einer? Okay, ich habe sie beide. Auseinander sortiert. Da komme ich gar nicht hin. Den müssen wir jetzt wieder rausbringen hier. Ihr nehmt die wieder mit hoch, ihr lasst die nicht hier, oder? Die Dimorphodons. Doch, die bleiben hier auf dem Wolf. Okay. Wir können ja die Tür mal nach innen aufmachen, dann gehen sie leichter rein, oder? Ja, die kannst du von innen aufmachen. Achso. Das sind die kleinen Dino-Tore, oder? Meine Lightguard hängt irgendwie dahinter, da waren sie hier. Ich sehe wieder nur eine. So eine Menge, ja. Wo seid ihr? Da ist einer? Na gut, sie sind jetzt auf jeden Fall hier drin. Ja, ich komme an den einen jetzt nicht ran. Egal, das können wir anders mal machen. Und den von der Schulter nehmen wir wieder mit, oder? Ja, dann habe ich doch bei den anderen habe ich da sitzen lassen, weil da hängen so blöd hinter der Tür fest, ich muss mal in Ruhe rausholen. Weihnachtsmann mit M4 und die Morphodon auf der Schulter. Die haben 60-Schuss-Magazin. Das sieht eigentlich ganz schön klein aus für ein 60-Schuss-Magazin, aber ist schon relativ lang. Ja. Okidoki. Dann gehen wir wieder raus, oder? Da hängt doch, was ist denn mit hinten? Da hängt auch noch welche in der Wand fest, oder? Ohne. Ach dort. Bist du noch 4 Stück, ja? Nein, da kommt ein Gold. Ja. Da ist ein Wolf. Bam! Versenkt. Ja, Französisch, Italienisch, Spanisch, das ist ganz gut, wenn man eins davon kann, dann kann man das andere auch so ein bisschen, glaube ich, ne? Obwohl, Französisch, Spanisch, Italienisch ist wieder ein bisschen anders, ne? Naja, wie auch immer. Das sind keine einfachen Sprachen zu lernen. Sprachen lernen ist sowieso nicht einfach. So, jetzt gehen wir raus, ne? Oder wollt ihr die alle nach drinnen reinparken? Nee. Nee, nee, die bleiben hier. Dann hätte ich das Tor. Ja. Okay. Die gefährlichste Höhle auf der Insel. Über Wasser. Über Wasser. Ja. Unter Wasser reden wir jetzt mal nicht drüber. Nee, die haben es ja erst neulich schwerer gemacht. Noch schwerer. Aber da können wir noch nicht reingehen, da verfehlen uns die Tiere wegen der Zitterale und so. Ja. Da ist nämlich nichts mit Militär-Events. Da gibt's denn nicht irgendwie so Torpedos oder gescheite? Ja, der Erweiterungsmod gibt's die eine oder andere Waffe, wo, glaube ich, unter Wasser schießen kann, aber die Erweiterungsmod, da gibt's irgendeine Knarre, die macht, glaube ich, pro Schuss 10.000 Schaden und irgendwann ist es dann mal ein bisschen zu übertrieben. Das ist gut. So wie die 100.000 vorhin im Ententeich? Ja, gut, das ist aber Vanilla. So, haben wir es geschafft. Das brauchen die wahrscheinlich auch. So, bitte alle einsteigen. Jawohl. Fliegen wir diesmal wieder vorne mit. Ja, ich habe noch ein bisschen Munition, 90 Schuss.
360? Naja, Nummer 59 im Magazin. Ja, ich glaube, wir müssen den Bossfight verschieben, weil es ist ja jetzt schon 10. Dann zeige ich dir nochmal, was wir da so oben noch stehen haben. Ja, und dann trinken wir noch in ein virtuelles Bierchen, ne? Ja, genau. Jo. Das ist gut, zum Abschluss. Zum Abschluss, ich glaub, genau. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie lange das mit den Artefakten dauert, ne? Es scheint sich irgendwie zu steigern. Das erste Mal waren es schon, also über 5 Minuten auf jeden Fall. Im dritten Artefakt. Das erste Mal war es instant wieder da. Genau, das erste Mal war instant wieder da und beim dritten Mal war es dann schon 5 Minuten oder so. Ja, vielleicht verdoppelt sich das wirklich so. 5 Minuten, dann 10 Minuten, dann 20. Ich glaube, wir haben 10 Minuten gewartet und es kam trotzdem noch keins. Es muss schon eine Viertelstunde gewesen sein. Wow, was ist denn hier los? Bei dir ist halt Omi hochgeflogen, oder was? Ja, das sind unsere Arena-Tiere. Wow. Und diese Rampe da, die kommt man hoch, oder was? Die ist ja mordsteil. Ja, die kannst du hochlaufen. Achso, dann nehmt ihr einen Jutyrannus mit und einen Dedon und einen Haufen Rexe. Willst du mal einen Loot klauen, oder was? Ein Teresino. Okay. Teresino für die Ads. Das ist kein Doppel, da ist eh nichts Gescheites drin. Okay. Oh Mann, wer ist wieder noch Mist? Die Jutyrannus sehen halt echt cool aus. Die gefallen mir mords gut, die Jutyrannus. Imprint-Muffel. Muffel. Muffel. Ja, die Tiere, die da oben stehen, sind eigentlich alle unsere Erstausstattung. Die sind noch nicht so wirklich gut, aber für die Bodenmutter reichen sie. Aber die. Der wird ziemlich schnell seine Stamina verlieren und dann nicht mehr schreien können, oder? Der Jutyrannus. Nee. Also das reicht. Jetzt mal also testen. Ich hab das letzte Mal nicht leer gebracht. Im Bosskampf. Okay. Stimmt, der verliert nicht viel. Ja, sind halt richtig krass High-Level-Tiere, ne? Ja. Der gute ist 322. Ne? Ja, 322, da hat man dann nicht mehr so viele Stamina-Probleme. Nee, der hat 4K, also gut, das reicht dicke. Ja. Und coole Viecher. Er reckt auch teilweise relativ zügig, also. Nice. Na gut. Muss man nochmal die Rampe zeigen. Kommt er zu Fuß hin? Nee, ne? Doch. Hier raus. Ich wollte mit den Rechten hochzulaufen. Eben, das war ja die Thematik, dass du keine Bosskämpfe mehr an den Loot Crates starten kannst, wenn du unbedingt extra hier hoch musst. Aha. Finde ich eigentlich eine etwas doofe Entscheidung. Weil Loot Crates war auch echt gefährlich, weil die immer so schnell despawnen, ne? Ja, gut, aber ich meine, weißt du, wir hatten jetzt zum Beispiel einen in der Base und ich glaube, so geht's vielen. Das ist halt dann so, jetzt rennst du hier hoch, ist in Ordnung, nur. Wow. Die bringen kein Life, wenn du nicht in der Nähe bist. Und so ist das alles ein bisschen zäh, das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber wir kommen klar. Das sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man da laufen. Dann kann man hier laufen. Das sieht aus, als würde man da gnadenlos runterrutschen bis ans Ende der Welt. Tja. Wenn du sprintest, fällst du, oder? Ja, das habe ich jetzt mal nicht ausprobiert. Ja, ich mach das mal auch nicht, weil das ist, glaube ich, nicht gut. Die Tiere da oben kennen. Ich sprinte jetzt noch, das geht. Achso. Ja, aber ich bin hinter dir. Tatsächlich. Hier geht doch die Rampe runter, oder? Bin ich jetzt falsch? Nee, du bist falsch. Wow. Ja, der Community-Server ist in Planung, also es wird auf jeden Fall eingeben. Ist halt im Moment jetzt wirklich eine blöde Sache mit den ganzen Arc-Patches. Und ja, also im Prinzip macht es keinen Sinn, jetzt einen Modded-Server zu starten. Wir werden trotzdem in nächster Zeit wieder einen Server starten. Aber kann natürlich sein, dass jetzt am Anfang vorm Release der Server dann nicht immer läuft oder nicht immer besonders gut läuft. Das sind halt einfach jetzt die Mods, die nicht aktuell sind, ne? Muss man halt immer mit rechnen. Aber wir lassen uns da jetzt mal nicht von abhalten. Also ich fliege jetzt mal die Laufstrecke ab. Dann kann man das so ein bisschen sehen. Und da kommt die nächste Rampe. Ziemlich cool. Die sind halt auch echt monströs. Dann kann man sich jetzt hier so Dino-Autobahnen bauen, wo man dann praktisch gar nicht mehr beeinflusst wird von den ganzen Dinos, die hier unterwegs sind. Ja, gut, uns geht es weniger um das Beeinflussen, sondern mehr um das einfach mal schnell zum Obelisken hochzukommen. Ja. Ja, so einen Rex kann man schlecht tragen, ne? Ja gut, mittlerweile können wir es ja wieder. Oh, das ist ein Dedon. Weil ich ja endlich 97 bin. Die Quetzplattform ist ja inzwischen auch sehr, sehr weit oben vom Level. Leider. Aber ich habe Level 97 gepackt, also wir haben unsere Festplattform. Okay, ich bin jetzt Level 77. Das ist schon ziemlich gut für den ersten Tag, hätte ich gesagt.
Ja, das schon, aber irgendwo so ab Anfang 80 wird es richtig zäh. Aha. Ja. Dann landet man doch direkt noch beim Wirtshaus. Ja, der Strandbar. Strandbar. Wir kommen jetzt direkt aus dem Schnee raus an den Strand, ne? Wenn alles passt. Ja, die Bar ist genau an der Grenze. Wenn du zu weit auf der Eisseite stehst, stehst du in Eisbürgel. Ach, du willst ja was sehen, wenn wir noch so drin. Oh. Ja, da ist ein bisschen Schnee. Ich weiß nicht, ob das... War da immer Schnee auf der Halbinsel hier draußen? Ich glaube nicht. Ja. Doch? Ja. Das ist ja... Da, wo das Wirtshaus steht, das ist praktisch dieser Riesenspawn, wo immer ganz viele Viecher unterwegs sind normalerweise, ne? Ja, ja, richtig, genau. Wechsel Alos und Ankylos ohne ja. Ende. Säbelzähne, Skorpione. Alphas. Richtig viele Viecher halt. Yeah. Tribe? Tribesborg. Bar. Alles klar. Hier sind die FPS wieder ein bisschen schlechter. Was bei dem kleinen Hütchen? Vielleicht weil ich Richtung Base gucke? Ich weiß es nicht. Die Mods geben wir irgendwie den Rest hier an dem PC. Yay. Na, hast du was zu trinken für mich? Wer bist du denn? Der Barkeeper. Level 300. Der darf auch nicht gelevelt werden. Okay, ja, kalt ist das Bier nicht. Höchstens auf 333, oder? Hier gibt's nur altes Bier. Restrooms? Bar? Sieht ziemlich gemütlich aus eigentlich. Dann kann man schon ein Bierchen trinken, ne? Jo. Da draußen stehen die Brontos. Nice. Ja, so die ganzen Style-Mods sind schon echt cool, die geben Ark noch so ein bisschen das Extra, ne? Da kommt oh, ein Waschtisch. In die Sofa-Ecke, haben wir ein schönes Auslaufbild. Ja, setzen uns alle in die Sofa-Ecke. Habt ihr schon Bier gebraut? Ja. Aus, ja. Aber wenn du das jetzt trinkst, hast du nur noch ein verschwommenes Bild. Ja, sehr wieder nix. Alles hier. Läuft. Na gut. Ja, ziemlich cool, was ihr hier gebaut habt. Und wieso schaue ich jetzt in die Ecke? Das ist besser. Mir ja, hat Spaß gemacht. Jetzt waren wir endlich mal wieder in der Eishöhle. Also ich war bis jetzt nur alleine drin und im Vanilla. Und ich habe es nicht bis zum Ende geschafft, also schon richtig krass. Wohl irgendwann waren wir schon mal wieder drin, ne? Weiß gar nicht mehr. Irgendwann bin ich mal... Ja, du vielleicht selber, aber wir waren ja auf der Karte nicht unterwegs. Also ich kann mich an keinen Community-Server erinnern, der auf Island liegt. Vielleicht war ich wirklich noch nicht am Ende der Höhle drin. Oder ich war in Extinction Core drin. Ich glaube, ich war in Extinction Core drin, ne? Na gut. Jetzt haben wir schon wieder fast 10 Uhr. Das heißt, den Bossfight müssen wir verschieben. Da müssen wir irgendwann nochmal wiederkommen. Hier können wir jetzt die Bossfights mal so richtig in Vanilla-Manier machen. Auf der Center Map ging das ja nicht. Und hier könnten wir dann, hier kriegen wir dann auch die ganzen Artefakte, die wir brauchen, um diese ganze Ascendant-Sache zu testen, ne? Bis Level... Also ihr könnt ihr jetzt auch noch bis Level 135 hochleveln, ne? Und dann geht's nicht mehr weiter. Dann kommt die Ascendant-Geschichte. Nee, die geht doch schon ab 100 los, oder? Ja. Ich weiß es gar nicht. Also 100 bis 115, ne? Ja, bei ja, Extinction Core ist es ab 135, ne? Genau, da geht's Spielelevel bis 150, okay. Naja, ist ja eh sowieso unser auserkorenes Ziel, die Tech Cave zu machen, also von daher... Aber da brauchen wir noch viel, viel Zeug. Ja. Das wird auf jeden Fall spannend. Was liegt denn im Tresor irgendwie? Basile, Blubber. Ja, ein paar Sachen haben wir schon, aber wir brauchen ja, um die Höhle dann auf der höchsten Stufe auch machen zu können, auf die Alpha-Trophäen. Da wird es dann ohne bessere Rex und bessere Sättel nicht funktionieren. Es wurden auch wieder ganz viele so Artefakte hinzugefügt. Ne? Wie heißt das nicht Artefakte, sondern so Tiertrophäen? Ja. Jede Menge unterschiedliche. Also die wird man dann wahrscheinlich auch für die Bossfights brauchen irgendwann. Das wird alles noch interessant. Braucht man bereits. Aber das wollen sie ja wieder wegpatchen, also dass man die für die Bossfights zumindest nicht mehr braucht. Okay. Alpha-Trophäen, ob das auch für die normalen Dinge gilt, wissen wir noch nicht.
Nee, nicht die Alpha-Trupp werden weggepatcht und die Apex werden verringert. Apex? Ja, sie haben es Apex genannt im Forum. Ja. Jede Menge Zeug auf jeden Fall. Also es ändert sich gerade super viel. Der nächste Patch, der kommt, der wird wieder riesig sein. Ich denke mal so wie der letzte, der jetzt kam, die zwei DIN A4 Seiten Changes und Fixes. Ja, also, schon wieder zwei DIN A4 Seiten. Ja. Genau, die haben ja die meisten Patch-Notes schon wieder öffentlich gemacht, aber da wird sich wieder ziemlich viel ändern, bis der Patch kommt, denke ich mal. Wie immer. Ist wirklich schwierig, da dran zu bleiben, was sich da im Moment alles tut in ARK. Wir werden trotzdem den Community-Server starten. Wahrscheinlich dann zum nächsten Wochenende, gehe ich mal von aus, wenn alles nach Plan läuft. Und ihr müsst halt nur wissen, wenn ihr da mitspielt, dass es im Moment ein bisschen kritisch ist mit den Mods. Das funktioniert halt einfach nicht jeden Tag. Kann mal sein, dass die 2-3 Tage die Mod nicht gescheit läuft. Oder länger. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt. Muss ich schauen, wie Pugnacia sich schlägt. Ich habe im Moment also sofortige Game-Abstürze, wenn ich das Spiel lade. Ich glaube vor allem der, wie heißt das, dieses Imprinting. Nicht Imprinting, sondern das Implantat. Das Implantat, genau. Das Specimen Implant. Das ist irgendwie verbuggt, wenn man da irgendwie in die Nähe kommt, das irgendwie nutzt oder im Inventar verschiebt oder so, dann stürzt sofort das Spiel ab und noch so ein paar andere Sachen. Das heißt, im Moment ist Pugnacia nicht so wirklich spielbar. Vielleicht habt ihr es schon selbst bemerkt, wenn ihr Pugnacia spielt. Da muss ich jetzt erstmal auf den nächsten Patch warten, bevor es da weitergeht. Ja, da kannst du lang warten. Da könnten wir gleich einen kleinen Aufruf an Studio Wildcard machen, endlich mal das Developers-Kit auf Vordermann zu bringen, dass die Modder wieder updaten können. Ja, das ist halt das Problem, ne? Dass das alles nicht aktuell ist zurzeit. Hört ihr mich? Ja, ne? Ja. Das ist klar. Ich habe wieder Angst, dass mein Mikro hier... stürzt nämlich zurzeit auch gelegentlich ab und hat verpackte Spawns. Ja, deswegen hatten wir jetzt heute mal keinen Extinction Core. Ich denke mal, das wird sich jetzt dann alles wieder bessern, hoffentlich. Jetzt haben sie zwei Riesen-Patches dann raus und dann wird es hoffentlich ein bisschen ruhiger für ein paar Tage. Na gut. Ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich denke, am Samstag kommt auf jeden Fall wieder ARK, vielleicht auch morgen, wie gesagt, je nachdem, wie Pugnacia läuft. Und ansonsten gibt es da jede Menge andere coole Games. Ich freue mich drauf, hier weiter Colony Survival zu zocken, was mir auch tierisch viel Spaß macht und auch ganz gut bei euch ankommt. Schauen wir mal, was wir da noch anstellen können. Für heute machen wir erstmal Schluss. Ist jetzt fast 10 Uhr. Und nächsten Donnerstag gucken wir dann vielleicht mal wieder auf dem Extinction Core Server vorbei, ne? Je nachdem, wie da die Situation ist. Jo, schauen wir mal. Da hätte ich auch wieder Lust drauf. Jo. Dann machen wir Schluss für heute. Ich hoffe natürlich, euch hat es allen gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.